Freien Betriebsorganisation 1.14 Still the Stem, Unternehmensleit Relit und Centiliter Zielsystem zu oberst stehen die Visionen, die für eine langfristige Ausrichtung an einem idealen Zustand der Zukunft stehen, Leitstern, BSPW. Marktführer. Die Unternehmensmission beschreibt den Auftrag und die Aufgaben des Unternehmens BSPW. Veröffentlichung von Fachbüchern. Als Unternehmensphilosophie werden die Normen und Werte positive, erstrebenswerte Eigenschaften bezeichnet, die dem Verhalten der Führungskräfte und Mitarbeiter zugrunde liegen sollten, BSPW. Kundenorientierung, freundlicher Umgang und angenehme Atmosphäre, soziale und ökologische Verantwortung. Aus der Vision, der Mission und der Unternehmensphilosophie bzw. den Normen und Werten wird das Unternehmensleitbild abgeleitet, das Verhaltensgrundsätze nach innen und außen für das Management und die Mitarbeiter beinhaltet, soll Zustand. Vorteile. Identifikation, Image, Abgrenzung von Konkurrenten, Nachteile. Wenn Mission, Vision und Werte nicht übereinstimmen, gegebenenfalls unrealistisch, überambitioniert, unglaubwürdig und dann demotivierend. Zu den Funktionen, Aufgaben von Leitbildern zählen. Orientierung, Integration, Koordinierung, Entscheidung, Signal nach außen setzen und Transparenz. Schließlich lassen sich daraus konkrete Ziele ableiten, die für einzelne Bereiche kurz- und mittelfristig formuliert werden können. Das Unternehmensleitbild sollte von der Unternehmensführung in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Außenstehenden erarbeitet werden und eben nicht nur von oben verordnet werden. Zusammenhang zwischen Zielen, Lage und Führung, ersten Ebene. Zielanalyse, eine Gruppe von Winterstriche, 1, 2. Ebene. Lageanalyse, Winterstrich, Mittelpunkt, eine Gruppe von Winterstriche, 3. Ebene. Unternehmensführung, L, Tipp. Shareholder gleich Aktionäre. Stakeholder gleich alle direkt oder indirekt vom Unternehmen betroffene Mitarbeiter, Lieferanten etc. Lageanalyse, die externe Analyse der Umwelt. Umweltanalyse analysiert die Rahmenbedingungen, die durch Märkte, Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, Banken und Staat vorgegeben werden. Die interne Analyse des Unternehmens. Unternehmensanalyse untersucht die Gegebenheiten des Unternehmens. Bei einer Stärken-Schwächen-Analyse vergleicht man sich anhand verschiedener Kriterien mit dem stärksten Konkurrenten. Die interne Unternehmenskultur bezeichnet die Summe der Normen und Werte, die das Verhalten der Mitarbeiter nach innen und außen tatsächlich prägen, ist Zustand. Tipp. Das Unternehmensleitbild steht für den Sollzustand der Normen und Werte, die Unternehmenskultur hingegen für den Ist-Zustand. Unternehmensführung, sofern man das Zielsystem mit der Lage vergleicht, stellt man zumeist Handlungsbedarf fest. Hier kommt die Unternehmensführung zum Einsatz, die aus verschiedenen Teilbereichen besteht. Die Organisation beschäftigt sich mit der Gestaltung der Strukturen und Abläufe im Unternehmen, um die gesteckten Ziele erreichen zu können. Für einen langfristigen Erfolg ist dabei auch eine flexible Anpassung der Organisation notwendig. Die Personalführung betrachtet die verschiedenen Möglichkeiten der Führung von einzelnen Mitarbeitern bzw. von Gruppen. Daneben beschäftigt sie sich mit der Personalplanung, dem Personaleinsatz sowie der Entlohnung. Ziel der Personalentwicklung ist die optimale Anpassung des vorhandenen Personals an die Erfordernisse des Unternehmens und die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Corporate Identity zur Umsetzung und einheitlichen Erscheinung des Unternehmensleitbildes nach außen und innen wird die Unternehmensidentität durch die einzelnen Aspekte der Corporate Identity geprägt. Corporate Behavior. Das Verhalten der Mitarbeiter untereinander und gegenüber außenstehenden Kunden, Lieferanten etc. sollte einheitlich und klar sein, BSPW. Umgangston, Werte. Corporate Design. Nach außen und innen wird ein einheitliches Erscheinungsbild gewählt, das sich auf Farben, Formen, Schriftarten und so weiter im Bereich der schriftlichen Kommunikation, in der Werbung, Bekleidung, Filialgestaltung, Logo und so weiter zeigt. Corporate Communication. Hier geht es um die Formen der Kommunikation nach außen und innen, BSPW. Werbesprüche, Erkennungsmelodien, Telefonbegrüßungsformeln, Medienauftritt. Corporate Governance. Von zunehmender Bedeutung sind Verhaltenskodizes bzw. moralische Standards in der Unternehmensverfassung, an denen sich die Mitarbeiter orientieren sollen. Vorteile der homogenes Erscheinungsbild nach außen, Motivation der Mitarbeiter, Kundenzufriedenheit, Abgrenzung zu Mitbewerbern, Kundenbindung, Steigerung des Bekanntheitsgrades. Nachteile der geringere Flexibilität, weniger Differenzierungsmöglichkeiten, imagische Wirken stärker. Zielbeziehungen, komplementäre Zielbeziehungen, Gleichzielharmonien. Ziele ergänzen sich gegenseitig und können gleichzeitig erreicht werden, BSPW. Umsatz zu Gewinnsteigerung. Konkurrierende Zielbeziehungen, Gleichzielkonflikte. Ziele können nicht zugleich erreicht werden, BSPW. Rendite und Liquidität. 1.2 Strategische und operative Planung. Die in Kapitel 1.1 gewählte dreistufige Vorgehensweise Ziele, Lage, Unternehmensführung kann auch Abteil des Managementkreislaufs betrachtet werden. Managementkreislauf. Ein wesentlicher Teil des Managementkreislaufs bzw. der Unternehmensführung ist die Planung. Diese kann BSPW als Teil des Controllings an Mitarbeiter delegiert werden, die hierfür spezialisiert sind. Pläne stellen sowohl zukünftige Handlungen als auch zukünftige Entwicklungen dar und erfordern entsprechendes Reagieren. Pläne müssen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Es werden folgende zeitliche Dimensionen der Planung unterschieden. Die strategische Planung ist langfristig 4 oder 5 Jahre und eher qualitativ BSPW. Image, Sortiment, Marktanteil, Finanzstrategie ausgerichtet. Die taktische Planung stellt eine mittelfristige Konkretisierung der strategischen Planung dar. Die operative Planung ist kurzfristig ausgerichtet 1 oder 2 Jahre. BSPW. Mit der Budgetierung, Personaleinsatzplanung, Urlaubsplanung, Werbemaßnahmen. 1.2.1 strategische Planung zu den Instrumenten der strategischen Planung bzw. Analysetechniken zählen. 1 Produktlebenszyklus, 2 Portfolioanalyse, 3 Benchmarking und 4 SWOT-Analyse. Produktlebenszyklusanalyse. Mittels des Produktlebenszyklus lassen sich möglichen Zukunftsaussichten unserer vorhandenen Produkte Sortimentsbereiche analysieren, um daraus eine optimale Strategie ableiten zu können. Es werden 5 Phasen unterschieden. 0 Einführungsphase, 8 Wachstumsphase, 0 Reifephase, 0 Sättigungsphase und 0 Regenerationsphase. Aufgrund hoher Einführungskosten, Forschung und Entwicklung, Werbung entstehen zu Beginn Verluste.
In der Wachstumsreifephase kommen für gewöhnlich Konkurrenten auf den Markt und mindern die Gewinne trotz noch steigender Umsätze. Es können grundsätzlich Gewinn, Umsatz, Marktanteil, Deckungsbeitrag und so weiter betrachtet werden. Portfolio. VWL die zur Produktion notwendigen Produktionsfaktoren unterschieden. Element AFA Dorin ausführende Arbeitsbetriebsmittel, Maschinen, Patente, Lizenzen, Kapital, Werkstoff, Herum. Portfolioanalyse der Boston Consulting Group BCG. Die BCG Portfolioanalyse betrachtet weitere Faktoren, die Auskunft über die Lage und zukünftige Entwicklungen unserer Produkte geben könnten. Ziel ist dabei jeweils eine angepasste optimale Strategie-Normstrategie für die einzelnen Produkte in den vier Feldern. Die Bedeutung der Produkte, Produktgruppen oder Sparten kann als dritte Dimension durch die Größe von Kreisen steht für Umsätze, Gewinn, DB dargestellt werden. Null Fragezeichen, Question Marks. Diese Märkte mit Chancen sind problematisch. Sofern die Chancen gut stehen, vom Marktwachstum zu profitieren, sollte kräftig investiert werden, Offensivstrategie. Andernfalls sollte ein Rückzug vom Markt erwogen werden. 8-Sterne-Stars müssen am Himmel bleiben. Daher muss es investiert werden, um die Marktstellung halten zu können, Wachstumsstrategie. Null bei Melkühen Cash Cows sollten nur die notwendigen Investitionen durchgeführt werden. Die Überschüsse sollten zur Förderung zukünftiger Stars in aktuelle, erfolgversprechende Fragezeichen investiert werden, Gewinnabschöpfungsstrategie. Nur die armen Hunde Puradox sollten vom Markt eliminiert werden, diese Investitionsstrategie. Nur aus Gründen der Produktion, des Sortiments oder des Images könnte ein Weiterbetrieb gerechtfertigt sein. Zur Berechnung des relativen Marktanteils wird folgende Formel verwendet, BSPW. Unser Marktanteil gleich 15%, stärkster Konkurrent gleich 25%. Relativer Marktanteil gleich eigener Marktanteil x 100 pro 4 Marktanteil des stärksten Konkurrenten zu den Stärken und Schwächen der BCG-Portfolioanalyse zählen. Stärkenvorteile. Schneller Überblick, leichte Ableitung von Normstrategien und deren Handlungsempfehlungen, Schwächen, Nachteile. Da nur maximal drei Dimensionen betrachtet werden, können niemals alle Unterschiede dargestellt werden, etwas schematisch, kann zu kurzsichtigem Handeln verleiten. Zusammenhang Produktlebenszyklus U. Portfolioanalyse denkbar, jedoch nicht zwingender Zusammenhang. Einführungswachstumsphase. Fragezeichen Question Marks Wachstumsphase. Sterne Stars reife Sättigungsphase. Melkühe Cash Cows die Generationsphase Rückgangsphase. Arme Hunde Purdox Benchmarking. Das Benchmarking ist ein System zur Messung bzw. Einordnung A unseres Unternehmens im externen Vergleich mit dem stärksten Mitbewerber oder B im internen Vergleich zwischen Abteilungen Produkten U. Zur Beurteilung von Mitarbeitern. Vorteil. Offenlegung von Stärken, Schwächen. Nachteile, Probleme. Beschaffung entsprechender Vergleichsdaten, nur Reaktion statt Aktion. SWOT-Analyse. Die SWOT-Analyse ermittelt die internen Stärken, Strengths und Schwächen der Assets des Unternehmens, um daraus eine Strategie hinsichtlich möglicher externer Chancen, Opportunities und Risiken, Gefahren, Threats zu entwickeln. Dies ist BSPW. Bei der Einführung neuer Produkte sinnvoll. Zu den internen Faktoren zählen. Qualifikation der Mitarbeiter, Kosten allgemein BSPW. Lohnniveau, Finanzkraft, Image, Innovationsstärke, Sortimentsbreite und Tiefe. Zu den externen Faktoren zählen. Demografische Trends BSPW. Alterung in Industrienationen, Technologien, kultureller Wandel, Gesetzgebung, politische Lage, Konkurrenten, Lieferanten. Pläne werden zur Realisierung der von der Unternehmensleitung vorgegebenen Ziele insgesamt als Gesamtpläne und in den unterschiedlichsten Funktionsbereichen eines Unternehmens als Teilpläne erstellt. Beschaffungspläne zur Planung der zu beschaffenden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Produktionspläne zur Planung des Produktionsprogramms. Absatzpläne zur Planung der abzusetzenden Mengen. Personalpläne zur Planung des Personalbedarfs, der Personalbeschaffung, des Personaleinsatzes und der Personalfreisetzung. Kostenpläne der zu erwartenden Kosten in der Plankostenrechnung. Diese Pläne sind wechselseitig abhängig gleich Interdependenz. Budget- und Budgetierungsprozess. Ein Budget ist dabei ein Vorgabewert, der einem Mitarbeiter, einer Abteilung, einem Bereich oder einer Filiale für einen bestimmten Zeitraum BSPW ein Jahr zur Verfügung steht. Damit soll den Mitarbeitern ein bestimmter Handlungsspielraum innerhalb des Budgets eingeräumt werden. Nachteilig dabei sind eventuell das starre Bereichsdenken und die geringe Flexibilität. Wie kommen denn Pläne für Budgets zustande? Bei der Top-Down-Planung wird das Budget Schritt für Schritt von oben nach unten weitergereicht. Vorteile. Das Verfahren ist einfach, relativ schnell und die Unternehmensleitung hat immer die Kontrolle über das Gesamtbudget. Nachteile. Die Zuteilung auf die einzelnen Bereiche und Abteilungen kann fehlerhaft sein, da die Unternehmensleitung gar nicht die nötigen Informationen der Basis besitzt, um eine korrekte Aufteilung durchzuführen. Zudem mag die Vorgehensweise für die Mitarbeiter demotivierend sein. Die Bottom-up-Planung versucht die beiden genannten Nachteile zu umgehen, indem die Mitarbeiter von unten nach oben ihre Budgetvorstellungen weiterreichen. Dadurch werden die Mitarbeiter in den Budgetprozess eingebunden, was einerseits motivierend ist und andererseits die Detailkenntnisse der Mitarbeiter nutzt. Leider hat das Verfahren den Nachteil, dass mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit das Gesamtbudget zu hoch ausfallen dürfte, weil sich jede planende Stelle eine gewisse Reserve einplanen dürfte. Zudem werden Anpassungen dann oft ohne Rücksprache mit den Mitarbeitern vorgenommen. Das Gegenstromverfahren versucht die Vorteile der beiden Verfahren zu vereinen. Zunächst gibt die Unternehmensleitung ein grobes Budget vor, das nach unten weitergereicht wird. In einem Rücklauf wird es dann von unten nach oben konkretisiert. Wenn dann oben wiederum zu viel herauskommt, muss eventuell eine Wiederholung des Planungsprozesses erfolgen. Der hierfür notwendige Zeitaufwand und die damit steigenden Kosten der Planung dürften auch die größten Nachteile des Verfahrens sein. Instrumente bezüglich der Kostenrechnung. Die Gewinnschwellenanalyse, Break-Even-Analyse ermittelt die notwendige Verkaufsmenge, um einen Gewinn zu erzielen. Vergleiche Fachrechnungswesen.
In der Deckungsbeitragsrechnung werden die variablen Kosten BSPW. Materialeinsatz in der Industrie, Wareneinsatz im Handel von den Umsatzerlösen abgezogen. Der resultierende Deckungsbeitrag trägt zur Deckung der Fixkosten BSPW. Miete und Geld dabei. Die verbleibenden Überschüsse sind reiner Gewinn. Die Plankostenrechnung analysiert die Abweichungen zwischen Plankosten und Istkosten für einzelne Abteilungen. 1, 2, 3 integrative Managementsysteme. Zunächst muss hier unterschieden werden. Beim integrativen Management bestehen die einzelnen Managementsysteme weiterhin nebeneinander und werden durch eine gemeinsame EDV-Plattform verknüpft. Der Datenaustausch wird vereinfacht und erleichtert die Verwaltung BSPW. Bei den verschiedenen Modulen von Unternehmenssoftware-Systemen. Demgegenüber ist das integrierte Management-NT-System immer eine Zusammenfassung aller ursprünglich getrennten TL-Systeme des Managements zu einem einheitlichen und ganzheitlichen System. Dabei bildet die Basis für gewöhnlich das Qualitätsmanagement mit der Norm ISO 9004. Diese dient zum Management-Design und orientiert sich am Total-Quality-Management. Vorteile: 1. Orientierungsrahmen für Mitarbeiter und Leitung, 2. Prozessoptimierung, 3. Konzentration auf Qualität, Umwelt und Sicherheit steigert die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter. Qualitätsmanagementsystem QMS steht für alle organisatorischen Maßnahmen, die zur Verbesserung der Qualität der Prozesse, der Leistungen, der Produkte dient. Ziele sind die Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Wettbewerbsfähigkeit. Aufgaben: 1. Analyse von Fehlerursachen, 2. Deren Vermeidung, Reduzierung, 3. Dokumentation aller Prozesse, 4. Gleichbleibende Produktqualität sichern. Zur Umsetzung dienen die beiden Qualitätsmanagementmodelle EFC und ISO 900-LFF. Beide ermöglichen eine Zertifizierung durch ein Audit. Ein Audit erfolgt für gewöhnlich im Rahmen des Qualitätsmanagements. Hierfür speziell geschulte Auditoren untersuchen, inwiefern die Prozesse, Anforderungen und Richtlinien eines Unternehmens den selbstgestellten Standards entsprechen. KVP gleich kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Die vorhandenen Prozesse werden ständig hinterfragt. Durch Verbesserungsvorschläge und deren schrittweisen Umsetzung soll die Qualität kontinuierlich gesteigert werden, ursprünglich aus Japan stammend. Teilzen. Mögliche Fragenthemen: 1. Optimierbare Arbeitsprozesse, 2. Nutzbare Synergien, 3. Einsparungspotenzial bei Ressourcen, 4. Innovationspotenzial, 5. Verbesserungsfähige Unternehmenskultur, 6. Förderungsmöglichkeiten von Mitarbeitern. Umweltmanagement: Hier steht das Ziel der Nachhaltigkeit des unternehmerischen Handelns im Vordergrund. Nachhaltig ist ein Verhalten dann, wenn es die Ressourcen nur insoweit nutzt, als hiervon zukünftige Generationen nicht negativ beeinträchtigt werden. Zudem ist der Aufbau eines umweltorientierten Images wichtig, das auch durch Umweltsiegel verbessert werden kann. Dabei sollten auch die jeweiligen gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Umweltmanagementsysteme beziehen sich auf alle umweltbezogenen Aktivitäten des Unternehmens. Zu den Schwerpunkten zählen BSPW: Energieeinsparung, Rohstoffverbrauch reduzieren, Verpackungen Wasser aufbereiten, Emissionen reduzieren. Grundsätze des Umweltmanagements: 1. Vorsorgeprinzip. Verhinderung von umweltschädlichem Verhalten, 2. Verursacherprinzip. Kosten trägt der Verursacher der Umweltschädigung. Wirkt nicht, wenn der Verursacher nicht ermittelbar ist oder Altlasten zu stemmen sind, dann trägt die Allgemeinheit die Kosten. 3. Kooperationsprinzip. Zusammenarbeit von Unternehmen, Staat und Gemeinden zum Umweltschutz. Zur Erreichung des Ziels einer nachhaltigen Unternehmenspolitik dient ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach EMAS oder ISO 14001. EMAS gleich Eco Management and Audit Scheme bzw. EUCO Audit. Dies ist eine von der EU entwickelte Zertifizierung des Umweltmanagements von Unternehmen. Vorteile: Imagegewinn, Kosten durch geringeren Verbrauch verringern, Wettbewerbsvorteile erlangen und so weiter. Nachteile: Kosten der Einführung der Systeme, Überwachungskosten der installierten Systeme, Schulungskosten der Mitarbeiter. Umwelterklärung mit Hilfe von Umweltfelderklärungen versuchen sich Unternehmen im Rahmen des Umweltmanagements nach außen hin darzustellen. In kurzer Form werden dabei bestimmte Kennzahlen und Umweltschutzziele veröffentlicht. Im Rahmen eines Öko-Audits nach EMAS sind derartige Umwelterklärungen vorgeschrieben. Zu den Inhalten zählen: Name, Anschrift, Standort des Unternehmens, Beschreibung der Aktivitäten am Standort, den Standorten, Darlegung der umweltrelevanten Probleme, Daten bzw. Umweltbilanz zu umweltrelevanten Problemen, BSPW. Schadstoffemissionen, Darlegung der Umweltpolitik, Notfallmanagement im Krisenfall, Arbeitsschutzsysteme und Sicherheitsmanagementziele sind die Vermeidung von Arbeitsunfällen und der Schutz der Gesundheit aller Beschäftigten. Dazu dienen BSPW: Gefahrgutbeauftragte, Unfallverhütungsvorschriften, Maßnahmen zum Brandschutz, Schulungen, Unterweisungen der Mitarbeiter in Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Datenschutzsysteme: Ziel ist, die sensiblen Daten des Unternehmens insbesondere durch geeignete EDV-Schutzmaßnahmen zu schützen. 1.3 Aufbauorganisation. Grundbegriffe der Organisation: Es gibt 2 wesentliche Definitionsmerkmale einer Organisation. Eine Organisation A ist ein System von Regeln und B besteht aus 2 oder mehr Personen mit zumindest einem gemeinsamen Ziel. Zudem sollte der Begriff Organisation von den folgenden abgegrenzt werden: Organisation steht gemäß Definition A für einen geregelten Zustand BSPW. Feste Arbeitszeiten von 8.00-17.00 mit festen Pausen. Disposition steht für einen geregelten Zustand mit Ermessensspielraum für die Mitarbeiter BSPW. Kernarbeitszeit von 9.00-15.00 Uhr. Improvisation steht für einen NECHT geregelten Zustand für unvorhergesehene Fälle BSPW. Freie Arbeitszeitgestaltung im Homeoffice oder Überstunden BI einem dringenden Auftrag. Zu den Anforderungen an jede Organisation zählen: Zweckmäßigkeit. Ausrichtung an Zielen, siehe Definition Teil B. Übersichtlichkeit für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten etc. Dauerhaftigkeit der Regelungen, um den Mitarbeitern eine klare Orientierung zu gewähren. Flexibilität bei notwendigem organisatorischen Wandel, neue Konkurrenten, neue Produkte, neue gesetzliche Regelungen. Wirtschaftlichkeit. Jede Organisation muss den Mitteleinsatz in ein vernünftiges Verhältnis zum Ertrag bringen. Aufbau- und Ablauforganisation: In der Realität gehören Aufbau- und Ablauforganisation untrennbar zusammen. Im Lehrbetrieb und in der Praxis hat sich indessen die Zweiteilung etabliert.
Tilde analysiert und gestaltet die Struktur und die Hierarchie einer Organisation. Hier dienen unter anderem Stellenbeschreibungen und Organigramme als Instrumente. T. Ablauforganisation. Umgekehrter Schrägstrich, Unterstrich, analysiert und gestaltet Abläufe bzw. Prozesse neben Netzplänen werden BSPW. Ablaufdiagramme eingesetzt. 1, 3, Einbildung von Organisationseinheiten. Zunächst sind zur idealen Gestaltung der Aufbauorganisation eine Aufgabenanalyse und anschließend die Aufgabensynthese durchzuführen. Aufgabenanalyse. Die Aufgabenanalyse muss bei einem realen Unternehmen im Detail analysieren, welche Aufgaben anfallen. Ein Industriebetrieb hat die Gesamtaufgabe, ein industrielles Erzeugnis herzustellen, und ein Handelsbetrieb muss Handelsgüter verkaufen. Zur Erledigung dieser Aufgaben sind viele Teilaufgaben notwendig, BSPW. In Form der einzelnen Teilaufgaben der Arbeitsschritte am Fließband. Die Aufgabenanalyse kann anhand der folgenden Aspekte erfolgen. Verrichtungs... Verrichtungsanalyse. Verrichtungsanalyse. Welche Verrichtungen Tätigkeiten können unterschieden werden? Zweckanalyse. Welchen Zweck dienen die Tätigkeiten? Objektanalyse. Was wird bearbeitet? BSPW. Artikel. Phasenanalyse. Welche Phase ist betroffen? Planung, Durchführung, Kontrolle. Ranganalyse. Welche Hierarchieebene ist betroffen? Aufgabensynthese. Wenn die Aufgabenanalyse durchgeführt wurde, kann mittels der Aufgabensynthese aus den einzelnen, vielfältigen Teilaufgaben ein mehrstufiger Betriebsaufbau zusammengesetzt synthetisiert werden, der aus Stellen, Abteilungen, Hauptabteilungen, Filialen und Geschäftsbereichen besteht. Stellen und Instanzen. Die erste Stufe der Aufgabensynthese repräsentiert die kleinste organisatorische Einheit, die Stelle. In der Praxis werden unterschiedliche Formen von Stellen unterschieden. Wichtige Formen sind dabei einerseits Linienstellen. Diese werden in Leitungsstellen und Ausführungsstellen unterteilt. Leitungsstellen besitzen Leitungs- und Weisungsbefugnisse gegenüber untergeordneten Leitungsstellen bzw. Ausführungsstellen. Man bezeichnet sie auch als Instanzen. Daneben gibt es unterstützende Stellen in Form von Assistenz- und Stabsstellen. Beiden Formen unterstützen Instanzen und haben keine Leitungs- und Weisungsbefugnisse. Während Assistenzstellen BSPW. Sekretariate und Vorstandsassistenten allgemeine organisatorische Unterstützung gewähren, sind Stabsstellen hochspezialisiert BSPW. Controlling, Rechtsberatung. Instanzenleitungsstellen können Leitungs- und Weisungsbefugnisse gegenüber untergeordneten Stellen in zweifacher Hinsicht besitzen. Die fachlichen Leitungsbefugnisse sind angegeben, wenn eine Instanz Leitungsbefugnisse hinsichtlich sachbezogenen Themen besitzt, den Mitarbeitern also bestimmte Arbeitsaufträge zuweisen kann. Bei disziplinarischen Leitungsbefugnissen gegenüber Mitarbeitern geht es BSPW. Um die Kontrolle der Leistungen der Mitarbeiter. Für gewöhnlich hat eine Instanz beide Formen der Überordnung. Sofern nur eine fachliche Überordnung vorliegt, spricht man vom Dotted-Line-Prinzip, Dotted-Line gleich gestrichelte Linie. Eine Instanz kann nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern kontrollieren. Die Kontrollspanne bzw. Leitungsspanne bezeichnet die Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter einer Instanz. Hierarchie. Ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern ist für gewöhnlich hierarchisch gegliedert, es gibt also Über- und Unterordnungsverhältnisse. Zentralisation. Zentralisation steht für Entscheidungen, die in der Zentrale einer Organisation getroffen werden. Vorteile der Zentralisation sind: ein einheitliches Vorgehen fördert das Image, 2 Doppelarbeiten werden vermieden, 3 Wissen und Kompetenzen lassen sich besser kostengünstiger zentral ansiedeln. Nachteile der Zentralisation sind: ein Wissen vor Ort wird nicht genutzt, 2 geringere Motivation der Mittelalter in den Filialen, 3 langsamere Entscheidungen durch längeren Instanzenweg. Für die Dezentralisation gilt jeweils genau das Gegenteil. 1, 3, 2 Instrumente der Art 1 Bauorganisationsstellen, Beschreibung NG zur Kennzeichnung der verschiedenen Stellen eines größeren Unternehmens, dienen schriftliche Stellenbeschreibungen. Zu deren Inhalten gehören: Stellenbezeichnung, Einordnung der Stelle in die Organisation und dazugehörige Über- und Unterstellungsverhältnisse, Stellvertretung, Prokura, Aufgaben und Ziele der Stelle, Anforderungen und Kompetenzen, Befugnisse und Vollmachten, tarifliche Einordnung bzw. Lohngruppen, kein Gehalt. Zu den Aufgaben der Stellenbeschreibung zählen: 1 Orientierung für neue Mitarbeiter, 2 Grundlage für Stellenbewertung und Leistungsbeurteilung, 3 Basis für die Personalbeschaffung BSPW. Stellenanzeigen, 4 Entlohnungsgrundlage, 5 Hilfe bei der Formulierung von Arbeitszeugnissen, 6 klare Abgrenzung der Aufgabengebiete und damit Vermeidung von Doppelarbeiten. Organigramm. Die eben betrachteten Stellen sind die Basis für den mehrstufigen hierarchischen Betriebsaufbau. Die Darstellung erfolgt in Form von Organigrammen. Ihr grundlegendes Kennzeichnen ist die vertikale Linie, die Hierarchie von oben nach unten kennzeichnet. In der folgenden Abbildung werden die wichtigsten Elemente dargestellt. 1, 3, 3 Organisationsformen, 2 Gruppen des mehrstufigen Betriebsaufbaus sind zu unterscheiden. Der hierarchische mehrstufige Betriebsaufbau beschäftigt sich mit der hierarchischen Struktur einer Organisation und betrachtet dabei Über- und Unterstellungsverhältnisse. Formen des hierarchisch mehrstufigen Betriebsaufbaus. Beim Einliniensystem hat jeder Mitarbeiter genau einen direkten Vorgesetzten, Ausnahme Geschäftsleitung. Das Stabliniensystem 1 entspricht zunächst dem Einliniensystem, 2 wird um beratende bzw. unterstützende Stabsstellen durchaus auf verschiedenen Ebenen mit 3 fachspezifischem Wissen ergänzt. 4 Die Linienstelle wird dadurch entlastet, 5 behält aber das Weisungsrecht an die untergeordneten Stellen. Beim Mehrliniensystem haben die Mitarbeiter mehr als einen direkten Vorgesetzten. Der sachliche mehrstufige Betriebsaufbau untersucht die sachliche Gliederung des Unternehmens. Hier stellt sich die Frage, nach welchem System der Betrieb unterhalb der Geschäftsleitung sachlogisch gegliedert sein könnte. Dabei wäre es denkbar, diesen anhand der betrieblichen Funktionen Forschung U. Entwicklung, Einkauf, Fertigung, Verkauf und Verwaltung einzuordnen. Alternativ könnte eine Gliederung nach dem Sortiment, nach Regionen oder nach Kundengruppen erfolgen. Der hierarchische und der sachliche mehrstufige Betriebsaufbau stellen keine Alternativen dar. Der Unterschied liegt nur in der Fragestellung bzw. dem Betrachtungswinkel gleich 2 Seiten einer Münze. Einliniensystem zu den Vor- und Nachteilen des Einliniensystems zählen. Vorteile: übersichtlich, klar, deutliche Kompetenzzuordnung, gute Kontrollmöglichkeiten. Nachteile: geringe Flexibilität, bei vielen Stufen lange Informationswege, fachliche Überforderung der Instanzen. Stabliniensystem zu den Vor- und Nachteilen des Stabliniensystems zählen zunächst wie beim Einliniensystem. Vorteile: Entlastung der Instanzen, Expertenwissen der Stäbe, sorgfältigere Entscheidungsvorbereitung. Nachteile:
Inoffizielle Macht der Stäbe, Koordinationsprobleme zwischen Stäben und Instanzen sowie Stäbenmitarbeitern, Abstimmungsprobleme, Trägheit der Entscheidungsfindung, Konflikte im Linien-System zu den Vor- und Nachteilen des Linien-Systems zählen. Vorteile: kürzere Wege, schnellere Entscheidungen, kompetentere Ansprechpartner, geringere fachliche Überlastung der Instanzen. Nachteile: Abstimmungsprobleme, viele Köche verderben den Brei, Machtspiele, Kontrollprobleme, Koordinationsaufwand, Formen des sachlich mehrstufigen Betriebsaufbaus bei der funktionalen, verrichtungsorientierten Organisation befinden sich auf der zweiten Ebene die betrieblichen Funktionen Einkauf, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb und so weiter. Drei Formen der divisionalisierten Organisation. Beide Spartenorganisationen werden auf der 2. Ebene die Sortimentsbereiche, eingeordnet BSPW, PKW, LKW, Züge. Die Regionalorganisation ist auf der 2. Ebene räumlich bzw. geografisch gegliedert BSPW, Bayern, Hessen. Die Marktorganisation wird schließlich auf der 2. Ebene nach Kundengruppen geordnet BSPW, Privatgeschäftskunden. Funktionale, verrichtungsorientierte Organisation. Vorteile: klare Struktur für kleine und mittelständische Unternehmen, weniger Doppelarbeiten, Synergieeffekte, Spezialisierung. Nachteile: zu unübersichtlich bei sehr großen Unternehmen, dazu große Funktionsbereiche, schlecht bei Kauf und Verkauf von Unternehmenssparten, schlechte Erfolgskontrolle, Koordinationsprobleme bei breitem Sortiment, Bereichsegoismus, Spartenorganisation, Divisionalorganisation. Vorteile: gut für Großunternehmen, da Sparten überschaubar besser lenkbar sind, gut bei Abspaltung und Integration neuer Unternehmensteile, Erfolgskontrolle, Entlastung der Gesamtleitung, größere Motivation der relativ selbstständigen Sparten, größere Marktnähe, insbesondere bei sehr unterschiedlichem Sortiment sinnvoll. Nachteile: zahlreiche Doppelarbeiten, weniger Synergieeffekte, für kleine und mittelständische Unternehmen zu aufwendig. Zusätzlich gibt es Zentralbereiche BSPW. Personalentwicklung. Zweck: Synergieeffekte nutzen, Kontrolle, Gegensparten, Egoismus. Bindestrich-Mittelpunkt 11.1. Z=Matrixorganisation. Die Matrixorganisation wird durch zwei Dimensionen direkt unterhalb der Leitung gebildet. Jeder Mitarbeiter, Mittelleiter bzw. Bereich hatte zwei direkte Vorgesetzte. E1-Bindestrich-Gleich-Bindestrich-11 Mittelpunkt tilde. Die zwei Dimensionen der Matrixorganisation können wahlweise jeweils zwei aus fünf möglichen Aspekten beinhalten. 1. Betriebliche Funktionsbereiche 2. Sortimentsbereiche 3. Regionen 4. Kundengruppen und 5. Projekte. Vorteile: schnellere Entscheidungen, kompetentere Ansprechpartner, größere Flexibilität, individuelle Lösungen für Märkte, Kunden. Nachteile: Abstimmungsprobleme, viele Köche verderben den Brei, Machtspiele, Kontrollprobleme, Koordinationsaufwand, Anforderungen an die Mitarbeiter. Kooperations-, Kompromiss-, Kommunikations- und Teamfähigkeit der Mitarbeiter. Tensor-Organisationen stellen lediglich eine Ergänzung der Matrixorganisationen mit drei oder gar noch mehr Dimensionen dar. Teamprojektorganisation bzw. Projektmanagement-Merkmale der Teamprojektorganisation: zeitlich begrenzt, spezielle Aufgabe mit einem bestimmten Ziel durch Unternehmensleitung vorgegeben, häufig komplex, Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen mit Projektleiter, begrenztes Budget und festgelegte Ressourcen. Die eigentliche Struktur der Aufbauorganisation bleibt erhalten, zu den Vor-Nachteilen der Teamorganisation zählen. Vorteile: sehr gut geeignet zur Umsetzung von Projekten, jeweilige Experten können ins Team geholt werden, schnelle Entscheidungen. Nachteile: Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Instanzen und Teamprojektleitern, Mitarbeiter müssen Tagesgeschäfte und Projekte zeitlich vereinbaren, Kompetenzstreitigkeiten, Qualitätsmerkmale. Ein, kleine Gruppen von Mitarbeitern des Unternehmens, 2, regelmäßige Treffen auf unbestimmte Zeit, 3, freiwillig, nicht hierarchiegebunden, 4, Lösung auftretender Probleme. Ziele bzw. Vorteile: verknüpftes Denken fördern, höhere Motivation, bessere Ergebnisse, Synergieeffekte nutzen und so weiter. Kostcenter und Profitcenter: im Rahmen der Dezentralisation von Entscheidungen können verschiedene Ebenen des Unternehmens, Abteilungen, Filialen, Sparten mehr oder weniger selbstständig handeln. Kostcenter: die Organisationseinheit BSPW. Buchführung oder Marketingabteilung besitzt Kostenverantwortung durch ein vorgegebenes Budget. Dies ist dann sinnvoll, wenn diese Einheit keine direkt zu rechenbaren Erlöse erwirtschaftet. Profitcenter: sofern die Organisationseinheit auch Erlöse erzielt, kann sie hinsichtlich des Profitsgewinns, Deckungsbeitrag beurteilt werden. BSPW: Filiale eines Handelsbetriebs. 1.4 Ablauforganisation. Die Ablauforganisation. Daher wird Lovejohn Maynard Keynes basieren. Ablauforganisation. Die Ablauforganisation beschäftigt sich, wie der Name sagt, mit den betrieblichen Abläufen bzw. Prozessen. Diese sollten so gestaltet werden, dass sie den Organisationszielen am ehesten gerecht werden. Dabei müssen die Prozesse hinsichtlich Tätigkeit, Zeit, Raum und Sachmitteln optimiert werden. Es werden folgende Prozesstypen unterschieden. Kernprozesse sind die wesentlichen Prozesse des Unternehmens, in denen die eigentliche Wertschöpfung erfolgt. Dazu zählen die Forschung und Entwicklung, FE, die Produktion, das Marketing und der Vertrieb. Supportprozesse oder unterstützende Prozesse unterstützen die Kernprozesse, die aus Sicht des Kunden aber keinen direkten Mehrwert bedeuten, BSPW. Kantine, Finanzbuchhaltung etc. Problematisch ist dabei die Vielzahl der betrieblichen Prozesse, die es möglichst sinnvoll anzuordnen gilt. Das Problem wird durch die Parallelität der Prozesse verstärkt. Sofern Prozesse eine einfache Prozessabfolge darstellen, lässt sich eine optimale Reihenfolge relativ einfach bestimmen. Sofern Prozesse indessen parallel ablaufen und sich dabei gegenseitig bedingen, wird dies wesentlich erschwert. Ziele der Ablauforganisation: Wirtschaftlichkeit. Wie schon früher erläutert, müssen sich Organisationen wirtschaftlich verhalten. Dies kann mit dem ökonomischen Prinzip beschrieben werden. Davon gibt es zwei Varianten, das Maximal- und das Minimalprinzip. Minimierung der Durchlaufzeiten. Gerade im industriellen Fertigungsprozess erhöhen lange Prozesszeiten die Kosten. Daher sollten die Bearbeitungszeiten für die einzelnen Prozesse möglichst knapp gehalten werden. Fehler Minimierung Qualität. Die Prozesse müssen so gestaltet werden, dass möglichst wenige Bearbeitungsfehler entstehen. Einhaltung von Lieferterminen. Sofern Liefertermine nicht eingehalten werden, sind bisweilen empfindliche Konventionalstrafen zu bezahlen. Schwerwiegender können enttäuschte Kunden sein.
Kapazitätsausnutzung. Ungenutzte Kapazitäten stehen aufgrund der Fixkostenregression für hohe Stückkosten und sollten daher möglichst vermieden werden. Übersichtlichkeit. Prozesse sollten unbedingt übersichtlich gestaltet werden. So schön und einleuchtend die einzelnen Ziele klingen mögen, so problematisch ist auch ihre gleichzeitige Umsetzung. Sofern es mehr als ein Ziel gibt, besteht die Gefahr von Zielkonflikten. 1.4. Eingliederung unter Prinzipien zur besseren Prozessgestaltung ist eine exaktere Einteilung der Prozesse bzw. Tätigkeiten nach verschiedenen Kriterien notwendig. Verrichtung. Welche Tätigkeiten sind zu verrichten? Objekt. Welche Objekte, Produkte werden bearbeitet? Phase. In welcher Phase Planung, U1-Umsetzung oder Kontrolle ist der Prozess angesiedelt? Zweckbeziehung. Handelt es sich um einen Kernprozess oder einen unterstützenden Prozess? Hilfsmittel. Welche Hilfsmittel, Maschinen, Werkzeug, EDV werden eingesetzt? Zeit. Zeitpunkt, Zeitraum und Dauer des Prozesses Raum. Wo findet der Prozess statt? Rein. Ist es eine leitende oder ausführende Tätigkeit? Prozessorientierung für gewöhnlich genießt die Aufbauorganisation gegenüber der Ablauforganisation Vorrang. In jüngerer Zeit wird jedoch zunehmend eine Umorientierung gefordert. Die Unternehmen sollten die Prozesse und damit die Ablauforganisation wieder in den Vordergrund stellen. Diese Ideenwelt wird als prozessorientiertes Management bezeichnet. Weltlich ließe sich dies mit einem angepassten Organigramm darstellen. Dabei werden die Prozesse in den Vordergrund gestellt und die Strukturen bestehen zwar, treten indessen in den Hintergrund. 1.4.2 lang ohne Durchführung, sofern die Prozesse definiert und zugeordnet sind, gilt es, diese ordentlich zu strukturieren. Zu diesem Zweck werden verschiedene Formen der Darstellung und Planung von Prozessen verwendet. Arbeitsablaufdiagramm. In Arbeitsablaufdiagrammen werden die einzelnen Arbeitsschritte eines bestimmten Tätigkeitsbereichs aufgelistet und einzelnen Funktionen oder Abteilungen zugeordnet. Dabei wird teilweise auch der Zeitbedarf ergänzt. So kann beispielsweise die Warenanlieferung wie folgt dargestellt werden. Flussdiagramm. Arbeitsablaufdiagramme sind gut für einfache Arbeitsabläufe geeignet. Sofern die Arbeitsabläufe verzweigter sind und logische Verknüpfungen bestätigte, sind komplexere Darstellungsformen notwendig. Mit Hilfe von Flussdiagrammen können logische Verknüpfungen, wenn dann sonst Abfragen zur Darstellung von Arbeitsabläufen genutzt werden. Hierfür werden standardisierte Symbole verwendet, die an eine Vorstufe der EDV-Programmierung erinnern. Netzplantechnik, sofern es sich um sehr komplexe Prozessabfolgen handelt, wenn zahlreiche parallele Prozesse ablaufen, die sich verknüpfen und wieder verzweigen, ist die Netzplantechnik ein geeignetes Instrument, diese strukturiert darzustellen. Die Netzplantechnik stellt ein Hilfsmittel dar, das vor allem den folgenden Zielzwecken dient. Dies zeigt sich insbesondere bei Projekten. Die logischen Zusammenhänge eines Projektes vom Anfang bis zum Abschluss können übersichtlich dargestellt werden. Für alle Vorgänge eines Projektes kann mit Hilfe der Netzplantechnik ein Zeitplan entwickelt werden. Ermittlung des kritischen Pfades U. Möglicher zeitlicher Engpässe. Kritische Vorgänge und Ressourcenengpässe, welche die Einhaltung des Endtermins gefährden können, lassen sich leicht identifizieren. Dies vermindert die Planungsunsicherheit. Netzpläne bilden die Basis für die laufende Projektkontrolle und Terminüberwachung. Zu den Nachteilen der Netzplantechnik zählen. Großer Aufwand der Erstellung des Netzplanes setzt genaue Schätzungen hinsichtlich der Vorgänge und deren Zeitbedarf voraus. Bei komplexen Netzplänen ist der Anpassungsaufwand groß. Ständig muss ein Abgleich zwischen Zoll und Zustand erfolgen. In der folgenden Übersicht wird das fiktive Fallbeispiel der Erstellung eines Buches vorgestellt. Das Projekt könnte frühestens nach 95 Tagen fertig sein, müsste aber spätestens nach 100 Tagen fertig sein. 1.5 Analysemethoden. Es gibt keine perfekte Organisation. Selbst dann, wenn ein optimaler Zustand erreicht wäre, würde er es nur zu diesem Zeitpunkt sein. Sofern sich die Kundenwünsche, gesetzliche Vorgaben oder Handlungen der Konkurrenten ändern, ist eine Reorganisation notwendig. Zur Ermittlung der aktuellen Lage und damit des Handlungsbedarfs gibt es verschiedene Analysemethoden. 1.5.1 Methoden Z. Messung der Kundenzufriedenheit. Letztlich müssen sich marktorientierte Unternehmen an den Kundenwünschen und der Kundenzufriedenheit ausrichten. Wie lassen sich diese ermitteln? Die Wünsche und Vorstellungen der Kunden sind nicht immer so offensichtlich. In der Praxis werden unter anderem folgende Methoden verwendet. Fragebögen dienen zur direkten Ermittlung der Wünsche und der Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter. Zunächst muss man sich über die Ziele der Befragung Gedanken machen. Entscheidend ist dabei die Form der Fragestellung. Vorteil. Sie sind einfach durchführbar. Nachteil. Es ist nicht immer einfach, Kundenmitarbeiter dazu zu bewegen, die Fragebögen überhaupt rechtzeitig und angemessen auszufüllen. Als Anreiz werden hier bisweilen Belohnungen versprochen. Zu unterscheiden sind geschlossene Fragen. Es kann nur zwischen vorgegebenen Antwortalternativen ausgewählt werden, ja, nein, Noten 1 bis 5 und so weiter. Die Vorteile liegen in der einfacheren statistischen Datenerfassung und der einfacheren Auswertung. Nachteil. Beschränkung auf vorgegebene Antworten und einfache Fragestellungen. Offene Fragen. Es können ganze Sätze frei formuliert werden. Vorteile. Zusätzliche Informationen können erfasst werden. Komplexe Fragen können beantwortet werden. Nachteile. Schwierigere Datenerfassung und Auswertung. Interviews bzw. Kundenbefragungen dienen grundsätzlich dem gleichen Zweck und werden die gleichen Fragen, denn es sind ebenso offene und geschlossene Fragen möglich. Vorteil ist dabei die direkte persönliche Befragung. Nachteilig sind allerdings die deswegen nicht mehr so wahrheitsgetreuen Antworten. Testkunden können gezielt die Verkäufermitarbeiter sowie die Verkaufsräume hinsichtlich Freundlichkeit, Kompetenz und Einkaufserlebnis testen. Besuchsberichte werden genutzt, um den Besuch durch Kunden in Form eines Berichts zusammenzufassen. Multimomentanalysen dienen zur Beobachtung der Kundenmitarbeiter. Eine einzelne Beobachtung kann allerdings zu zufälligen Verzerrungen führen. Daher werden bei der Multimomentanalyse mehrere Multizeitpunkte-Momente beobachtet, um Zufallsschwankungen zu eliminieren. 1.5.2 Analyse. Ziele der Wertanalyse. Die Wertanalyse versucht, den Wert eines Produktes, einer Dienstleistung aus Sicht des Kunden in Einklang mit den Kosten zu bringen. Hierzu wird in einem mehrstufigen Verfahren eine Übereinstimmung zwischen Kundenwünschen und Kosten herbeigeführt. Die Ziele sind dabei:
1 Verbesserung der Produkte, 2 Reduzierung auf wesentliche und vom Kunden erwünschte Funktionen, 3 Zeit- und Kostenersparnis, 4 Motivationssteigerung bei den Mitarbeitern, 5 Förderung der Kreativität der Mitarbeiter, 6 Förderung des kundenorientierten Denkens der Mitarbeiter. Wertanalyseobjekte zu den Wertanalyseobjekten der einzelnen Produkte, Dienstleistungen zählen. 1 Qualität, 2 Zuverlässigkeit, 3 Lebensdauer, 4 Service, 5 Preise, Kosten. Schritte der Wertanalyse, vorbereitende Maßnahmen. 1 Auswahl der zu untersuchenden Produkte, Dienstleistungen. Zur Identifikation der wichtigen Produkte dient unter anderem die OBC-Analyse, die weiter unten besprochen wird. 2 Projektgruppen bilden und 3 Zeitablaufplanung. Ermittlung des Ist-Zustandes. Zuerst stellt sich die Frage nach dem Sinn des Produkts bzw. der Dienstleistung. Dabei sind die einzelnen Funktionen zu ermitteln: Qualität, Wirtschaftlichkeit, Gebrauchswert und Geltungswert. Prüfung des Ist-Zustandes. Inwiefern sind aus Sicht des Kunden A unnötige Funktionen vorhanden bzw. B welche Funktionen fehlen? Dabei sind die Kosten der einzelnen Funktionen zu ermitteln. Ermittlung von Lösungen. Ermittlung alternativer Lösungen zur Entfernung überflüssiger Funktionen bzw. zur Integration fehlender Lösungen. Dabei muss die Wirtschaftlichkeit der Lösungen beachtet werden. Prüfung der Lösungen. Inwiefern sind die Lösungen technisch durchführbar und auch wirtschaftlich sinnvoll? Entscheidung für einen Lösungsvorschlag und Einführung. In Abwägung aus Kosten und Nutzen ist der sinnvollste Lösungsvorschlag auszuwählen, den Entscheidungsträgern vorzulegen und gegebenenfalls einzuführen. ABC-Analyse, sie dient allgemein der Einordnung von Produkten, Kunden oder Vorprodukten hinsichtlich ihrer wertmäßigen Bedeutung. Dabei werden BSPW. Die Daten hinsichtlich Umsatz, Gewinn, Deckungsbeitrag oder Kosten der Größe nach gewichtet. Beispiel Kunden. A-Kunden. 15% der Kunden mit einem Umsatzanteil von 75% Kunden. 35% der Kunden mit einem Umsatzanteil von 20% C-Kunden. 50% der Kunden mit einem Umsatzanteil von 5% Ziel ist die E-Trennung von wichtigen und weniger wichtigen Kunden, Erzeugnis und Ersatzteilen. Dabei wird dann zukünftig der Fokus auf Erkunden gelegt, BSPW. Key Account Management, Clubmitgliedschaften. Zudem könnte versucht werden, B-Kunden gezielt zu A-Kunden zu werben, BSPW. Clubmitgliedschaft AU auf niedrigem Level mit Aufstiegschancen, Rabattsysteme. Vorteile. Einfaches Verfahren, Daten schon vorhanden und schnell auswertbar. Nachteile. Etwas systematisch, geringe Flexibilität, Grenzen zwischen A und B sowie B und C sind letztlich willkürlich, eindimensionale Betrachtung von Kosten, Umsatz oder Gewinn. 1, 5, 3 Betriebsstatistiken als Entscheidungshilfe in Unternehmen werden zahlreiche Statistiken zur Kontrolle und als Entscheidungshilfe verwertet. Dazu zählen Statistiken aus den unterschiedlichsten Bereichen. Im Personalbereich gibt es BSPW. Statistiken zur Krankenstandsentwicklung oder zur Urlaubsentwicklung, die uns eine bessere Personaleinsatzplanung ermöglichen. Zur grafischen Darstellung von Statistiken dienen neben Tabellen Liniendiagramme. Diese sind insbesondere bei der Darstellung der zeitlichen Entwicklung von Werten BSPW. Täglicher Krankenstand sinnvoll. Säulendiagramme vertikal und Balkendiagramme horizontal beim Vergleich relativer weniger Werte. Kreisdiagramme, wenn es um die Aufteilung eines gesamten Kuchens geht. 2 Personalführung 2.1 Zusammenhang Ziele, Leitbild U. Personalpolitik in Kapitel 1.1 haben wir dargestellt, dass es ein hierarchisches Zielsystem gibt, bei dem Visionen dem Unternehmensleitbild übergeordnet sind. Vom Leitbild leiten sich wiederum konkrete Ziele ab. Zur Verwirklichung der Ziele dient die Unternehmensführung. Diese bedarf der Organisation, der Personalführung und der Personalentwicklung. Leider werden die Begriffe in diesem Bereich nicht einheitlich und trennscharf verwendet, so auch im Rahmenstoffplan der IHK. Da dieser den Kapitelbezeichnungen dieses Fachbuchs zugrunde liegt, gilt dies auch für die hier vorliegenden Kapitelüberschriften. Das Kapitel 2 wird als Personalführung bezeichnet. Treffender wäre wohl Personalmanagement. Aber betrachten wir einfach die einzelnen Begriffe näher. Als Personalpolitik werden sowohl die Formulierung der Ziele im Bereich des Personals, als auch die Instrumente und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele bezeichnet. Das Personalmanagement bezieht sich auf den Teilbereich der Personalpolitik, der sich mit der Umsetzung der gegebenen Ziele beschäftigt. Ein wesentlicher Teilbereich hiervon ist die Personalführung. Diese setzt sich mit der Führung der Mitarbeiter auseinander. Hierbei geht es vor allem um Formen der effizienten und effektiven Führung der Mitarbeiter. Dazu zählen Managementtechniken, Führungsprinzipien und Führungsstile. Im Rahmen der Personalführung muss aber auch die besondere Bedeutung der Führung von Gruppen und deren Dynamik beachtet werden. Zudem sind weitere Elemente des Personalmanagements wichtig. Personalplanung, Beschaffung, Entlohnung und Entwicklung. 2. Im Rahmen der Führung werden wir zwischen Managementtechniken und Führungsstilen unterscheiden. Führungsprinzipien bzw. Management bei Techniken. Die Führungsprinzipien bzw. Managementtechniken, Management bei Techniken sind Verfahren zur konkreten Führung von Mitarbeitern. Gemeinsamkeiten. Ein Ziel der Entlastung der Führungskräfte von Routinetätigkeiten. 2 Führungskräfte übertragen Aufgaben und Verantwortung an untergeordnete Mitarbeiter. 3 Ziel der steigenden Motivation der Mitarbeiter. 4 Problem der Überforderung der Mitarbeiter. 5 Kontrollprobleme. Es werden die folgenden Arten unterschieden. Management by Objectives, Führung durch Zielvereinbarung, Kapitel 2.2.2, Management by Delegatio, Management by Exception, Management by Results, Führungsstile. Die Führungsstile beziehen sich hingegen auf die Art des Verhaltens des Vorgesetzten gegenüber seinen Mitarbeitern, vergleiche Kapitel 2.3. Zu den Einflussfaktoren auf den Führungsstil zählen. 1 Persönlichkeit der Mitarbeiter und 2 der Vorgesetzten, 3 Qualifikation der Mitarbeiter und 4 der Vorgesetzten, 5 Leistungsbereitschaft, 6 Alter und Erfahrung der Mitarbeiter, Vorgesetzten. Sofern sich Führungsstile nicht nur auf eine bestimmte Führungskraft oder eine Abteilung beziehen, sondern im gesamten Unternehmen gepflegt werden, spricht man von Führungskultur.
2.2. Einführung über Motivation. Motivation. Ein wesentliches Ziel der Führung ist die Motivation der Mitarbeiter. D. H. Die zielorientierte Handlungsbereitschaft zur Erledigung von Aufgaben. Vergleiche folgende Seite. Folgende Symptome deuten auf eine geringe Motivation der Mitarbeiter hin. 1. Zunahme von Fehlzeiten. 2. Dienst nach Vorschrift. 3. Nicht rational erklärbare sinkende Arbeitsleistung. 4. Mitarbeiter beteiligen sich nicht mehr an betrieblichen Diskussionen. 5. Klagen von Kollegen bezüglich des Verhaltens des Mitarbeiters. Zudem gibt es auch Faktoren, die zu einer Senkung der Motivation der Mitarbeiter führen. Schlechter Führungsstil und ungeeignete Managementtechniken, fehlende Wertschätzung der Mitarbeiter durch die Vorgesetzten, geringe Anerkennung der Leistungen, schlechte Informationspolitik durch Vorgesetzte, schlechtes Betriebsklima, siehe unten und so weiter. Betriebsklima, das Betriebsklima trägt zur Motivation bei. Faktoren zur Beeinflussung des Betriebsklimas. 1. Arbeitsbelastung, 2. Entlohnungsniveau und Verteilung, 3. Kollegen, Umgangston, 4. Führungsstil und 5. organisatorische Regelungen. Bedürfnispyramide von Maslow. Wer sich mit Motivation auseinandersetzt, muss das Verhalten und die Wünsche der Mitarbeiter analysieren. Abraham Maslow hat hierfür eine Hierarchie der Bedürfnisse formuliert, die davon ausgeht, dass erst dann, wenn eine bestimmte niedrigere Stufe der Bedürfnisse befriedigt ist, eine höhere Stufe relevant wird. In der Realität ist diese strenge Hierarchie der Bedürfnisse eher unrealistisch. Selbstverwirklichung Ziele, Wünsche, Individualbedürfnisse, Wertschätzung, Fress-Tilde, E, Erfolg, Bindestrich, Tilde, Tilde, Mittelpunkt, Tilde, Mittelpunkt, 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 Tilde, Bindestrich, Mittelpunkt, Mittelpunkt, Apostroph, Bindestrich, Mittelpunkt, Mittelpunkt, Bindestrich, Unterstrich, T, Apostroph, T, Tilde, L, Mittelpunkt, 1, QL, Apostroph, Mittelpunkt, Mittelpunkt, J, Tilde, Tilde, Bindestrich, Tilde, Bindestrich, Unterstrich, Bindestrich, Unterstrich, Bindestrich, Bindestrich, Mittelpunkt, Tilde, Tilde, Mittelpunkt, Unterstrich, Tilde, L, Unterstrich, Mittelpunkt, Unterstrich, Unterstrich, Tilde, eine Gruppe von Bindestriche, Mittelpunkt, Bindestrich, Bindestrich, Mittelpunkt, Tilde, Bindestrich, Sicherheitsbedürfnisse, Zugehörigkeit, Stabilität, Absicherung und so weiter, physiologische Bedürfnisse, Essen und Trinken, Bekleidung und Wetterschutz, 2-Faktoren-Theorie von Herzberg. In dieser Theorie nach Friedrich Herzberg wird davon ausgegangen, dass Unzufriedenheit und Zufriedenheit 2 unabhängige Aspekte darstellen. Die Unzufriedenheit wird durch die sogenannten Hygienefaktoren als intrinsische Motivation, Belohnungssanktionen beeinflusst. Sofern diese nicht erfüllt sind, ist der Mitarbeiter unzufrieden. Sind diese Faktoren erfüllt, ist der Mitarbeiter nicht mehr unzufrieden, aber auch noch nicht zufrieden. Zu den Hygienefaktoren zählen Entlohnung, Dienstwagen, Beförderungen, Titel, Arbeitsplatzgestaltung, Kompetenz der Vorgesetzten und so weiter. Erst die intrinsischen Faktoren können bei ihrer Erfüllung hingegen zur Zufriedenheit führen. Intrinsische Motivation. Aus sich heraus. Hierzu zählen 1. Anspruchsniveau der Arbeit, 2. Erfolgserlebnisse, 3. Herausforderungen, 4. Kreativität ausleben, 5. Work-Life-Balance, 6. harmonische Unternehmenskultur und so weiter. Als Konsequenz müssen Führungskräfte zuerst die Hygienefaktoren erfüllen. Erst wenn die Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation verschwindet, greifen die intrinsischen Faktoren der Zufriedenheit. Somit kann auch eine übermäßige Erfüllung der Hygienefaktoren nicht zur Zufriedenheit führen. Dies zeigt sich BSPW bei der Entlohnung. Sofern diese enorm gesteigert wird, führt dies bei Vorhandensein zu einer geringeren Unzufriedenheit. Das wirkt aber auch nur kurzfristig. Das ergibt aber nicht zwangsläufig eine langfristige Zufriedenheit. Zwischen der Bedürfnispyramide nach Maslow und der 2-Faktoren-Theorie von Herzberg besteht insofern Übereinstimmung, als jeweils niedrigere Bedürfnisse erfüllt sein müssen und erst dann höherwertige Bedürfnisse der Mitarbeiter bedeutsam werden. Hauptkritikpunkt. Es ist zu bezweifeln, ob diese strenge Hierarchie bzw. Zweiteilung der Bedürfnisse bzw. Faktoren tatsächlich existiert. 2.2.2 Führung durch Zielvereinbarung. Das Management durch Zielvereinbarungen. Management by Objectives. Wo besteht in regelmäßigen BSPW? Jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Verlauf. Ziele der Führung, Ziele des Mittelalters, Abgleich, Umsetzungsmöglichkeiten, Kontrollsystem. Zielfindungsprozess. Die Ziele können a. gemeinsam von Mitarbeiter und Vorgesetztem erarbeitet oder b. vom Mitarbeiter ausgearbeitet und mit dem Vorgesetzten abgestimmt werden. Ziele, Vorteile. Entlastung der vorgesetzten Motivation der Mitarbeiter durch den Einbezug in die Zielformulierung, stärkere Identifikation mit dem Unternehmen, Leistungssteigerung der Mitarbeiter durch höhere Motivation und Identifikation, Grundlage für eine leistungsgerechte Bezahlung, Feedback für Mitarbeiterprobleme, Nachteile. 1. Zeitaufwand, 2. Verwaltungsaufwand, 3. angemessene Zielformulierung, Fokus auf quantitative, kontrollierbare Ziele. 4. Zwischenzeitlich kann es zu Fehlentwicklungen kommen und eine Korrektur zu spät erfolgen. 5. Zudem können die Mitarbeiter durch zu unrealistische Ziele überfordert werden. Entscheidend ist daher die Qualität der gemeinsamen Zielfindung, die sich an der Smart-Formel ausrichten sollte. Smart-Formel-Ziele sollten allgemein folgenden Anforderungen genügen. Spezifisch. Konkrete, präzise und eindeutige Ziele, messbar. Ziele müssen messbar und kontrollierbar sein, a. akzeptiert, anspruchsvoll. Attraktives und akzeptiertes Ziel, das anspruchsvoll und motivierend sein sollte, a. realistisch. Die Ziele sollten mit gegebenen Ressourcen realisierbar sein, determiniert. Die Ziele sollten zeitlich klar definiert sein, Regeln der Gesprächsführung, 4-Augen-Prinzip, sachliches Gespräch mit respektvollem Umgang, Gesprächspartner zu Wort kommen lassen, Klartext sprechen und gegenseitiges Zuhören, wechselseitige Stellungnahme ermöglichen, unterschiedliche Meinungen kanalisieren, konkretisieren, zielorientiertes Vorgehen mit Prioritätenliste. Ziel ist eine gegenseitig akzeptierbare Vereinbarung. 2.2.3 Aufgabenbezogenes Führen, Management bei Delegation. Hier werden Kompetenzen und die Handlungsverantwortung an Mitarbeiter übertragen, während die Führungsverantwortung beim Vorgesetzten verbleibt. Im Gegensatz zum Bo ist dieses einfache Prinzip unvollständig. Grundsätze bei der Delegation von Aufgaben sollten sein: 1. Nicht nur Aufgaben, sondern auch hierfür erforderliche Verantwortung, Kompetenzen delegieren. 2. Der Mitarbeiter muss alle relevanten Informationen erhalten. 3. Eine Überruder- und Unterforderung der Mitarbeiter ist zu vermeiden.
4. Inhalt und Kompetenzen schriftlich fixieren. 5. Die Aufgaben sollten dauerhaft übertragen werden. Management by Exception. Den Mitarbeitern wird ein Entscheidungsspielraum Mittelpunkt eingeräumt, innerhalb dessen sie selbstständig agieren können. Nur in Ausnahmefällen und Exceptions wenden sie sich an die Vorgesetzten. Dieses Prinzip ist kein eigenständiges Managementmodell, sondern kann nur als Element eines ausgebauten Managementsystems gelten. 2.3 Führungsstile. Führungsstile beziehen sich auf das Verhalten der Führungskraft gegenüber den Mitarbeitern. Dabei hängt es unter anderem von den Wertvorstellungen, dem Menschenbild, den Erfahrungen und dem Charakter der Führungskraft ab, wie sie ihre Mitarbeiter führt. Je nachdem, wie viele Aspekte hierbei berücksichtigt werden, kann unterschieden werden zwischen. Ein eindimensionale Führungsstile unterscheiden nur hinsichtlich eines Aspektes, BSPW. Der Integration der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse, 2+2, 2 oder mehr dimensionale Führungsstile, betrachten 2 oder mehr Aspekte. Eindimensionale Führungsstile nach K. Levin. Nach Kurt Levin werden verschiedene Führungsstile danach unterschieden, inwiefern die Führungskraft bereit ist, ihre Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Autoritärer Führungsstil. Die Führungskraft entscheidet alleine und bezieht die Mitarbeiter nicht mit ein. Vorteile sind schnelle und klare Entscheidungen sowie eine klare Orientierung für die Mitarbeiter. Nachteilig sind dabei die geringe Motivation der Mitarbeiter und die möglichen Fehlentscheidungen der einzelnen Führungskraft. Zudem entsteht bei einem Ausfall der Führungskraft BSPW. Bei Krankheiten Machtvakuum. In der Praxis wird dieser Führungsstil immer seltener. Kooperativer Führungsstil. Hier werden die Mitarbeiter aktiv in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Die Vorteile hiervon sind zahlreich. So werden die Mitarbeiter motivierter sein und ihr kreatives Potenzial entfalten, die Führungskräfte werden entlastet und ausgewogenere und damit bessere Entscheidungen treffen. Nachteilig sind dabei die relativ langen Entscheidungsprozesse und die höheren Anforderungen an die Mitarbeiter, gegebenenfalls Überforderung, sowie die als lästig empfundenen Diskussionen. Laissez-faire Führungsstil. Hier lässt die Führungskraft den Mitarbeitern weitgehend freie Hand und greift kaum in die Arbeitsabläufe ein, nur die Ziele sind vorgegeben. Zunächst greifen hier die Vorteile der Theorie Y-Motivation, Kreativität und Arbeitsleistung der motivierbaren, interessierten Mitarbeiter steigen, wenn ihnen Freiheitsspielräume gewährt werden. Allerdings ist dies nicht für alle Mitarbeiter geeignet. Manche Mitarbeiter benötigen Führung Theorie X. Zudem entstehen leicht Chaos, Desorientierung, mangelnde Disziplin und Kompetenzstreitigkeiten der Mitarbeiter untereinander. Zweidimensionale Führungsstile. Die bisherigen Führungsstile unterschieden jeweils nur hinsichtlich einer Dimension der Führung Einbezug der Mitarbeiter in die Entscheidungen bei Kurt Lewin. Zweidimensionale Führungsstile berücksichtigen zwei verschiedene Aspekte zu. Hier ist insbesondere der richtungsbezogene Führungsstil nach Black und Mouton von Bedeutung, der die folgenden beiden Dimensionen besitzt. Mitarbeiterorientierung der Führungskraft. Inwiefern kümmert sich die Führungskraft um ihre Mitarbeiter? Hochachse. Aufgabenorientierung. Wie stark ist die Führung an der Leistung der Mitarbeiter ausgerichtet? Längsachse. Hieraus lässt sich ein zweidimensionales, grafisches Verhaltensgitter gleich Managerial Grid ableiten. Als Ergebnis lassen sich 5 richtige Führungsstile ableiten. Dimension Aufgabenorientierung, Feld 1.1 Minimalmanagement. Eine geringe Mitarbeiterorientierung und eine geringe Aufgabenorientierung führen zu einer geringen Motivation und geringen Arbeitsleistung. Feld 9.1 Aufgabenorientiertes Management. Sofern eine hohe Arbeitsleistung erwartet wird, aber eine geringe Mitarbeiterorientierung erfolgt, werden die Mitarbeiter wenig motiviert sein und lediglich ihre Arbeit wie vorgeschrieben erledigen. Bei Akkordarbeit kann dies durchaus erfolgreich sein. Bei kreativeren Tätigkeiten dürfte der Erfolg bescheiden sein. Feld 1.9 Management mit Samthandschuhen. Eine hohe Mitarbeiterorientierung mit einer geringen Leistungserwartung wird ein angenehmes Umfeld für die Mitarbeiter sein, aber für ein marktorientiertes Unternehmen eher wenig bringen. Feld 9.9 Teammanagement. Eine hohe Arbeitsleistung mit einer intensiven Betreuung der Mitarbeiter kann zu einer Win-Win-Situation führen. Dies ist die beste Lösung. Feld 5.5 Kompromissmanagement. In diesem Bereich finden sich eher ausgewogenere Situationen zwischen Leistung und Mitarbeiterorientierung. Die Ergebnisse werden aber für Unternehmen, die in hartem Wettbewerb stehen, nicht überzeugend sein. Mehrdimensionale situative Führungsstile. Zu den mehrdimensionalen Führungsstilen zählt insbesondere der situative Führungsstil. Dieser kennzeichnet sich durch den nicht konsequent und einheitlich umgesetzten Führungsstil. Stattdessen muss sich der Stil der Führung der jeweiligen Situation anpassen. Der richtige Führungsstil hängt von der jeweiligen Situation, den zu führenden Menschen und von der Führungskraft ab. Zudem versagt ein einheitlicher Führungsstil dann, wenn die Mitarbeiter innerhalb einer Gruppe uneinheitlich sind oder eine spezifische Situation ein sehr schnelles oder durchdachtes Verhalten verlangt. In diesem Fall muss die Führungskraft in der Lage sein, sich je nach Mitarbeiter einen zur jeweiligen Situation passenden gleichsituativen Führungsstil zu wählen, autoritär oder kooperativ. Grundsätzlich sind in bestimmten Situationen bestimmte Führungsstile anderen vorzuziehen. Der autoritäre Führungsstil wäre BSPW. Dann anzuwenden, wenn eine schnelle Entscheidung nötig ist, die Mitarbeiter klare Regelungen bevorzugen oder die Gruppe uneinheitlich ist. 2.4 Führen von Gruppen 2. 4.1 Gruppenstrukturen und deren Merkmale. Gruppenarten, formelle Gruppen. Bewusst durch das Unternehmen geplant und zusammengesetzt sowie fest in die Organisationsstruktur eingebunden BSPW. Projektteams und Abteilungen, informelle Gruppen. Ungeplant, nicht an die vorhandene Aufbauorganisation gebunden, aus gemeinsamen Interessen bzw. Sympathie entstanden BSPW. Kantinengruppen, Fahrgemeinschaften, Sportgruppen. Hier sind der Gruppenbildung Phasenmodell nach Tacknen 1. Forming-Orientierungsphase. In dieser Kennenlernphase entsteht die Gruppe. Die Gruppenmitglieder müssen ihre Rolle und Aufgabe finden und sich mit dieser identifizieren. Es ist jedoch noch kein gegenseitiges Vertrauen vorhanden und Konflikte werden noch gemieden. 2. Storming-Konfrontationsphase. Früher oder später wird es in der Gruppe zu Machtkämpfen um Statusrang, Mittel und Kompetenzen kommen. Im Extremfall kann eine Gruppe hier scheitern. 3. Norming-Kooperationsphase.
Nachdem die Machtkämpfe ausgetragen sind, konsolidiert sich in dieser entscheidenden Phase die Gruppe durch die Schaffung gemeinsamer Werte und Normen. Es entsteht gegenseitiges Vertrauen und am Ende das prägende Wir-Gefühl. 4. Performing-Wachstumsphase. Nun sind alle Voraussetzungen geschaffen, damit die Gruppe ihre ganze Energie auf die anvisierten Ziele und Aufgaben konzentrieren kann. Je nach Gruppenzusammenhalt und Identität sind gute Leistungen möglich. Zur Ange... Zur angemessenen Führung von Gruppen WSBW. Bei Projekten muss das Verhalten der einzelnen Gruppenmitglieder analysiert werden. Der formelle Gruppenleiter sollte die Gruppe durch A. seine soziale Kompetenz, B. Sachkenntnisse und C. Zielorientierung führen. Zwar ist jedes Gruppenmitglied ein Individuum, trotz typischer Verhaltensmuster einzelner Gruppenmitglieder. Zu diesen Typen oder Rollen zählen: informeller Gruppenführer Leitwolf. Charismatisch-sympathisch Gruppenstars, Organisatoren, Strategen und leistungsstarke Gruppenmitglieder müssen gefördert werden. Drückeberger, Mitläufer und schwache Gruppenmitglieder müssen angespornt werden. Intriganten, Ehrgeizige, Freche und Clowns bremsen. Außenseiter, Sündenböcke und Neulinge integrieren. Schüchterne und problembeladene Gruppenmitglieder müssen ermutigt werden. Vor- und Nachteile der Gruppenarbeit, Teamarbeit zu den Vorteilen zählen: 1. Synergieeffekte, 2. Vermeidung von Doppelarbeiten, 3. Austausch von Wissen und Erfahrungen, 4. bessere Zusammenarbeit, 5. Kommunikation in der Gruppe fördert menschliche Bedürfnisse, Anerkennung, Selbstachtung etc. Der Mitarbeiter. Zu den Nachteilen Konflikten zählen: 1. Ungeliebte Gruppenrollen führen zu Frustration, 2. Machtkämpfe binden Ressourcen, 3. Überforderung durch die Gruppenrolle, 4. Abschieben unliebsame Arbeit auf Gruppenmitglieder, S. Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Teams, 6. Neid, Missgunst in den Teams. 2.4.2. Gruppenverhalten und dessen Auswirkungen. Gruppenkohäsion. Der innere Zusammenhalt der Gruppe gleich Gruppenkohäsion wird unter anderem gefördert durch Attraktivität der Gruppe, Beziehungen der Gruppenmitglieder untereinander, Gruppenklima, Art der Aufgabe, Gemeinsamkeiten, Alter, Geschlecht, Religion und so weiter, Gruppengröße und Kontakthäufigkeit, Gruppendynamik. Die Kräfte, die in der Gruppe entstehen und nach innen und außen wirken, werden als Gruppendynamik bezeichnet. Dabei müssen sich Gruppen ständig an neue Situationen anpassen. BSPW. Neue Ziele, Aufgaben, Probleme und Mitglieder. Zur Sicherung des Erfolgs muss der Gruppenführer diese Dynamik im Griff behalten. Konfliktbewältigung in Gruppen. Zur Konfliktbewältigung in Gruppen bieten sich die folgenden Lösungen an. Moderation. Der Moderator hat eine neutrale Rolle bei der Leitung von Gesprächsrunden, Sitzungen. Er gibt die Regeln für das Gespräch vor und versucht, das Sitzungsziel zu gewährleisten. Mediation. Der neutrale Mediator vermittelt zwischen den Konfliktparteien, um eine Lösung des Konflikts herbeizuführen. 2.5. Personalplanung. Ziele der Personalplanung. Ziele der Personalplanung sind A. die richtige Menge an Personal. Quantitative Personalplanung. B. die richtige Qualifikation des Personals. Qualitative Personalplanung. C. am richtigen Ort. D. zum richtigen Zeitpunkt und E. zu den optimalen Kosten zu erhalten. Aufgabenteilbereiche der Personalplanung. Personalbedarfsplanung. Zunächst muss ermittelt werden, welcher Personalbedarf überhaupt besteht. Personalbeschaffungsplanung. Sollten die Personalbestände von der Menge oder der Qualifizierung nicht dem Personalbedarf entsprechen, muss zusätzliches Personal beschafft werden. Personaleinsatzplanung. Das vorhandene Personal muss so eingesetzt werden, dass sich die Unternehmensziele verwirklichen lassen. Personalentwicklungsplanung. Die Mitarbeiter müssen unter anderem durch Schulungen und Einsätze an verschiedenen Betriebsstätten und Stellen, eventuell Auslandseinsätze, gefördert werden. Personalfreisetzungsplanung. In bestimmten Situationen muss überflüssiges Personal möglichst sozialverträglich abgebaut werden. Personalkostenplanung. Es müssen geeignete, gerechte und motivationsfördernde Entlohnungssysteme geschaffen werden. Der Betriebsrat hat bei der betrieblichen Personalplanung folgende Rechte bzw. Beteiligungsmöglichkeiten: A. Informationsrecht, B. Mitwirkungsrecht und C. Mitbestimmungsrecht. Formen des Personalbedarfs: Neubedarf, Schaffung einer neuen Stelle, Ersatzbedarf, Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen, Zusatzbedarf, Überbrückungsbedarf, zeitlich befristeter vorübergehender Personalbedarf, BSPW. Weihnachtsgeschäft. Instrumente der Personalplanung. Stellenbeschreibung. Hier wird die kleinste organisatorische Einheit beschrieben und schriftlich fixiert. Kriterien. Anforderungen etc. Vergleiche Kapitel 1, 3, 2. Stellenplan. Überblick zu den vorhandenen Stellen und deren Vakanz oder Besetzung. Stellenbesetzungsplan. Teil des Stellenplans, der nur die tatsächlich besetzten Stellen erfasst. Laufbahnplanung. Hier werden Nachwuchskräfte gezielt auf spätere Führungsaufgaben vorbereitet. Dazu werden die einzelnen Stationen erfasst, die ein Mitarbeiter durchlaufen sollte. Der Mitarbeiter steht im Vordergrund. Nachfolgeplanung. Für zukünftig frei werdende Stellen werden gezielt intern Mitarbeiter gesucht und vorbereitet. Die zu besetzende Stelle steht im Vordergrund. Probleme der Alterung der Mitarbeiter, Demografie, Fachkräftelücken, sinkende Innovationsfähigkeit, geringere Flexibilität der Mitarbeiter, Kompetenzverlust und verändernde Unternehmenskultur und so weiter. 2.5.1. Quantitativ Methoden der Personalbedarfsplanung, Trendextrapolation. Hier werden ausgehend von den Zahlen der Vergangenheit die voraussichtlichen trendartigen Werte der Zukunft ermittelt. Dieses Verfahren taugt natürlich nur dann, wenn es tatsächlich einen stabilen Trend des Personalbedarfs gibt. Stellenplanmethode. Anhand der Stellenpläne wird ermittelt, was aktuell und aufgrund voraussichtlicher zukünftiger Anforderungen an zusätzlichen Stellen erforderlich sein wird. Schätzverfahren. Hier zählt eher die Erfahrung der Führungskräfte. Diese kann ähnlich wie die Trendextrapolation vergangenheitsorientiert oder aufgrund bestimmter Vorstellungen über die zukünftigen Anforderungen ähnlich wie die Stellenplanmethode sein. Entscheidend ist ihr eher unwissenschaftlicher, intuitiver Charakter. Delphi-Methode. Zwar handelt es sich ebenfalls um ein Schätzverfahren, aber um ein standardisiertes, das auf systematischen Befragungen der Führungskräfte basiert. Kennzahlenmethode. Sofern eine geeignete Bezugsgröße-Kennzahl existiert, BSPW.
Umsatz für Verkäufer im Einzelhandel kann damit der erwartete zukünftige Personalbedarf ermittelt werden. Personalbedarfsplanung insgesamt, es handelt sich hier um ein dreistufiges Verfahren. Zunächst wird anhand eines der eben beschriebenen Verfahren der Personalbedarf ermittelt. Dieser Bruttopersonalbedarf ergibt sich aus den aktuell vorhandenen Sollstellen zuzüglich der geplanten Sollzugänge und abzüglich der geplanten Sollabgänge. Der fortgeschriebene Personalbestand ist die Summe aus dem tatsächlichen Ist-Personalbestand und dem tatsächlichen Ist-Zuabgängen. Die Differenz aus Bruttopersonalbedarf und fortgeschriebenem Personalbestand ergibt die Personallücke gleich Nettopersonalbedarf. In Mitarbeitern 1. Stellenbestand soll 2. Plus geplante Zugänge soll 3. Geplante Abgänge soll 4. Gleich Bruttopersonalbedarf 5. Personalbestand ist 6. Plus tatsächliche Zugänge ist 7. Tatsächliche Abgänge ist 8. Gleich fortgeschriebener Personalbestand 9. 4. Minus 8. Gleich Nettopersonalbedarf Fallbeispiel. Es werden 1 Stunden Jahresarbeitszeit benötigt. Die Bruttoarbeitszeit je Mitarbeiter beträgt 1525 Stunden Jahr. Pro Mitarbeiter sind 275 Stunden Abwesenheit pro Jahr einzuplanen. Aktuell werden 750 Mitarbeiter beschäftigt. 10 Mitarbeiter verlassen das Unternehmen altersbedingt und mit 35 neuen Mitarbeitern wurden Arbeitsverträge ausgehandelt. Zudem werden 25 Sollstellen bei einer Abteilungserweiterung eingeplant. Eine Abteilung mit 10 Mitarbeitern wird aufgelöst. Lösung. Die Nettoarbeitszeit je Mitarbeiter liegt bei 1250 Stunden Jahr. Teilt man 1 Stunden die Tilde RCH 1250 Stunden Jahr, erhält man 800 nötige Mitarbeiter. Addiert man 25 Mittelalter und zieht 10 Mittelalter ab, erhält man den Bruttopersonalbedarf in Höhe von 815 mittelalterlich. Da momentan 750 beschäftigt sind, 10 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und 35 hinzukommen, erhält man einen fortgeschriebenen Personalbestand von 775. Die Differenz ergibt den Nettopersonalbedarf von 40 mittelalterlich Tipp. Der Personalbedarf kann bei einer geplanten Umsatzsteigerung auch durch eine Division von zusätzlichem Umsatz und durchschnittlichem Umsatz pro Mitarbeiter berechnet werden. Personalbedarfsplanung für Projekte zahlen Beispiel. Für ein Projekt wird ein Zeitaufwand von 180 Manntagen je 8 Stunden angenommen. Die Fehlquote für Krankheit und Urlaub beträgt 10%. Ermitteln Sie die notwendige Anzahl an Mitarbeitern, sofern das Projekt innerhalb von 20 Tagen abgeschlossen werden muss. Lösung. Es werden 180 plus 90% x 100% gleich 200 Sollarbeitstage benötigt. Sofern das Projekt in 20 Tagen beendet sein muss, sind 200 plus 20 gleich 10 Arbeiter erforderlich. Wie viele Überstunden sind nötig, sofern nur 8 Mitarbeiter einsetzbar sind? Lösung. Diese müssen 10 plus 8 1 x 100% gleich 25% mehr Arbeit leisten. Bei einem 8-Stunden-Tag ergibt das 2 Stunden pro Tag. Zur Sicherung des Endtermins können bei einem Projekt A Zeitarbeitskräfte, B Samstags-, Sohn- und Feiertagsarbeit sowie Outsourcing von Teilaufgaben angewendet werden. 2.5.2 Qualitativ neben der mengenmäßigen, quantitativen Personalbedarfsplanung ist die qualitative Personalbedarfsplanung erforderlich. Das Ziel dieser ist die Planung der erforderlichen fachlichen und persönlichen Qualifizierung der Mitarbeiter für die Zukunft. 2.6 Personalbeschaffung. Sofern ein Personalbedarf festgestellt wird, muss sich die Personalbeschaffung damit auseinandersetzen. Personalbedarf kann unterteilt werden in Neubedarf, Ersatzbedarf und Überbrückungsbedarf. Interne Personalbeschaffung zu den wegen der internen Personalbeschaffung zählen. 1. Interne Stellenausschreibung, 2. Übernahme von auszubildenden Werkstudenten, 3. Übernahme von Zeitarbeitnehmern für Versetzung, 5. Umwandlung von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen in Vollzeitarbeitsverhältnisse und 6. Personalentwicklungsmaßnahmen. Unterstrich Vorteile L Nachteile günstig und schnell außer Peer nach Besetzung der dann war Personalentwicklungsmaßnahmen 10 alten Stelle nötig geringeres Risiko, da Bewerber nicht berücksichtigte Bewerber bekannt sind, werden demotiviert geringere Einarbeitungszeit, da gegebenenfalls geringe Akzeptanz des Beta-Bewerber das Unternehmen Werbers als neuen Vorgesetzten und dessen betrieblichen Abläufe kennt interne Aufstiegschancen, wirken Betriebsblindheit der internen sich insgesamt positiv auf die Mitarbeitermotivation der Belegschaft aus nach dem Ende des Auswahlverfahrens sind aus den folgenden Gründen Feedbackgespräche mit den internen Bewerbern notwendig. 1. Motivation erhalten, 2. Alternativen aufzeigen, 3. Möglichkeiten der Personalentwicklung besprechen, 4. Laufbahnplanung durchführen. Externe Personalbeglaffung zu den wegen der externen Personalbeschaffung zählen. 1. Stellenanzeigen in Zeitungen Internet, 2. Zeitarbeitsfirmen, 3. Bundesagentur für Arbeit, 4. Private Arbeitsvermittlungsagenturen, 5. Abwerbung durch Headhunter, 6. Empfehlungen von Mitarbeitern, 7. Messen für Hochschulabsolventen. Vorteile I. Nachteile keine Nachbesetzung anderer höhere Kosten und größerer Stellen notwendig. Zeitaufwand der Personalbeschaffung. Externe Bewerber haben als größeres Risiko der fehlbesetzte Vorgesetzte gegebenenfalls eine größere Zungenakzeptanz. 1. Wirkt der strukturellen Verkurs längere Einarbeitungszeit nötig. Tür NG entgegen neues Wissen der Externen mit demotivierend für Mitarbeiter, Arbeitern geringere Gefahr der wenn höher gestellte Stellen vor Betriebsblindheit. Wegen extern besetzt werden Instrumente der Personalauswahl Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche, Testverfahren, ASS-Assessment Center Praktika, Probearbeiten, Referenzen, graphologische Gutachten, Testverfahren. Zu den Testverfahren zählen 1. Klassische Intelligenztests, 2. Sprachtests, 3. Tests zur Allgemeinbildung, 4 psychologische Tests, 5 Tests zur Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Assessment Center AG. In diesen Beurteilungsverfahren werden Gruppen von Bewerbern bzw. Mitarbeiter von mehreren externen oder internen Beurteilenden systematisch verschiedenen Testsituationen ausgesetzt und ein oder mehrere Tage beobachtet. Dabei geht es neben der Problemlösungskompetenz auch um die sozialen und persönlichen Eigenschaften der Kandidaten. Es werden häufig die folgenden Instrumente Übungen eingesetzt. Präsentationen, Fallstudien, Rollenspiele, Gruppendiskussionen, Postkorbübungen, Interviews oder Situationen unter Stress, Teamübungen, Selbstbeurteilungen, Vorträge der Teilnehmer und Beurteilungen anderer Teilnehmer. Assessment-Center-Verfahren werden sowohl bei der Personalbeschaffung als auch bei der Personalentwicklung eingesetzt.
Zu den Funktionen Vorteilen zählen 1 die Prüfung der Kompetenzen der Teilnehmer und 2 deren Stressbewältigung sowie 3 die Rechtfertigung von Personalentscheidungen aufgrund von systematischen Testverfahren. Nachteile. Teilnehmer können sich verstellen, subjektive Beurteilung. Zur Durchführung eines Assessment Centers in einem Unternehmen sind mehrere Schritte notwendig. Dazu zählen BSBW. 1. Ziele, Anforderungen und Erwartungen klären, die mit dem ARC verbunden werden. 2. Analyse der Stellenbeschreibung und der Anforderungsprofile, um ein geeignetes Verfahren zu entwickeln. 3. Zusammenstellung der Bausteine des ARC. 4. Auswahl des Beobachterteams extern oder intern. 5. Organisatorische Vorarbeiten, Einladungen an Teilnehmer, Buchung der Räumlichkeiten etc. Bewerbungsunterlagen. Zu den Bewerbungsunterlagen zählen Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, sonstige Zeugnisse, Zertifikate und Nachweise sowie ein Bewerberfoto. Zu prüfen sind dann 1. Vollständigkeit, 2. Lückenlosigkeit im Lebenslauf, 3. Verständliche Sprache, Stil und Rechtschreibung, 4. äußerer Eindruck, 5. Zeugnisse. Leistungen und Sozialverhalten. Vorstellungsgespräche. Der letzte Schritt im Rahmen der Auswahlverfahren sind persönliche Gespräche mit Personalreferenten und Fachvorgesetzten. Der Ablauf kann durch 6 Stufenphasen mit dazugehörigen Zielen beschrieben werden. 1. Begrüßung bzw. Smalltalk. Auflockerung, Kommunikationsfähigkeit ausloten. 2. Vorstellung des Unternehmens, der Abteilung und der Stelle. Selbstdarstellung des Unternehmens, die Vorstellungen des Unternehmens klar darlegen. 3. Selbstdarstellung des Bewerbers, Werdegang. Der Bewerber wird durchleuchtet. 4. Fachliche und stellenbezogene Fragen an den Bewerber. Kenntnisse, Motivation des Bewerbers erkunden, Eignung des Bewerbers prüfen. 5. Fragen des Bewerbers. Informationsdefizite können behoben werden. 6. Verabschiedung. Erste Auswertung und Besprechung der weiteren Vorgehensweise. Praktika-I. In Praktika kann genauer längerfristig beobachtet werden, inwiefern die möglichen Mitarbeiter unter realen Arbeitsbedingungen handeln. Personalfragebogen erdient der Erfassung der Daten der einzelnen Bewerber. Vorteile. 1. Die Bewerber können aufgrund der Einheitlichkeit besser miteinander verglichen werden. 2. Prüfung auf Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen. Es muss darauf geachtet werden, nur legitime Fragen zu stellen. Nicht erlaubt sind BSBW. Fragen zu Schwangerschaften, Zugehörigkeit zu Parteien oder Gewerkschaften. Personaleinführung, Onboarding. Folgende 3 Phasen der Einführung neuer Mitarbeiter, Onboarding werden unterschieden. Vorbereitungsphase. Zeitraum von der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages bis zum ersten Arbeitstag. Hier sollten BSBW wichtige Informationen zugesandt, Organigramme, Stellenbeschreibungen aktualisiert und ein Einarbeitungsplan erstellt werden. Eintrittsphase. Zeitraum vom 1. Arbeitstag bis maximal 3. Monat. Hier werden unter anderem organisatorische Details geklärt, Mitarbeiter vorgestellt und die neuen Mitarbeiter werden eingearbeitet und geschult. Integrationsphase. Zeitraum bis maximal 12 Monate. Der neue Mitarbeiter wird in die realen Arbeitsprozesse integriert. 2.7 Personalanpassungsmaßnahmen. Zu den Maßnahmen der direkten Personalanpassung mit Entlassungen oder Einstellungen verbunden zählen. Kündigungen, Aufhebungsverträge, Nichtübernahme von Auszubildenden, Auslaufen von befristeten Verträgen und Einstellungen. Die Maßnahmen der indirekten Personalanpassung nicht mit Entlassungen oder Einstellungen verbunden können sein. Überstunden ab Aufbauen, Kurzarbeit, Neubesetzung oder Vakanz bei Fluktuation, vermehrte verminderte Teilzeitarbeit, Versetzungen im Betrieb, Urlaubsplanung und Fortbildungen der Mitarbeiter. 2.8 Entgeltformen. 2.8 Einbestimmungsgrößen. Die Entlohnung von Mitarbeitern hängt unter anderem von diesen Faktoren ab. 1. Zeitlicher Umfang der Arbeit. 2. Mengen- oder wertmäßige Leistung. 3. Anforderungen an die Arbeit. 4. Dauer der Betriebszugehörigkeit. 5. Alter der Mitarbeiter. 6. Arbeitsrecht. Tarifvertrag, Arbeitsvertrag. 7. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens. 8. Situation in der Branche oder Region. Und 9. Konjunkturelle Lage. 2.8.2 Entlohnungsformen. Zu den Entgeltformen zählen neben Zeit- und Leistungslöhnen auch Beteiligungslöhne. Entgeltformen: Zeitlohn, Leistungslohn, Entlohnung nur abhängig von Arbeitszeit, unabhängig von der Leistung, Entlohnung für die erbrachte Leistung, Jakotlohn, Entlohnung für die erbrachte Menge, Leistungsstück, Akkord, Zeitakkord, ein Beteiligungslohn, Beteiligung am erzielten Gewinn, Prä-Kittel, OLLTM neben einem zeitbezogenen Grundlohn wird eine leistungsbezogene Prämie bezahlt, beim Zeitlohn wird die geleistete Arbeitszeitstunde, Tag, Woche, Monat entlohnt, unabhängig von der erbrachten Arbeitsleistung. Vorteile: Da kein Zeitdruck vorherrscht, leidet die Qualität nicht. Zudem gibt es einfachere Abrechnungen, das Problem der Leistungsmessung entfällt und die Löhne der Anschwanken nicht. Nachteile: Es gibt weniger Leistungsanreize für die Mitarbeiter und es werden sonstige Arbeitskontrollen notwendig. Der Zeitlohn ist dort sinnvoll, wo 1. die Arbeitsleistung nicht oder schwer messbar ist, BSBW. Buchhaltung, 2. eine erhöhte Unfallgefahr besteht oder 3. die Qualität der Arbeit im Vordergrund steht. Akkordlohn. Der Akkordlohn ist ein leistungsbezogener Lohn in der Industrie. Dabei wird eine Normalleistung, BSBW, eine zu leistende Menge pro Stunde vorgegeben. Mehr Leistung wird entsprechend zusätzlich entlohnt. Zu den Formeln des folgenden Fallbeispiels vergleiche die IHK-Formel Sammel Ungarisch Stück Akkord, auch Geldakkorde genannt. Berechnung eines Akkordsatzes je Stück gleich Stück Geld. Die Entlohnung ergibt sich dann aus einer Multiplikation des Stückgelds mit der Ist-Leistung. Zeitakkord. Ermittlung des Akkords pro Minute gleich Minutenfaktor und der normalen Zeit je Stück gleich Vorgabezeit. Multipliziert man diese Faktoren miteinander, erhält man das Stückgeld. Entlohnung gleich Multiplikation des Stückgelds mit der Ist-Leistung. Vorteile. 1. Leistungsanreiz steigert die Leistung. 2. Konstante Lohnkosten pro Stück. 3. Leistungsgerechte Entlohnung. Nachteile. 1. Aufwendiges Verfahren zur Ermittlung der Vorgabezeiten bzw. der Normalleistung, 2 Qualitätsprobleme, 3 weniger sorgfältiger Umgang mit Maschinen und Material, 4 eventuell steigende Unfallgefahr, Fallstudie zum Akkordlohnangaben.
Normalleistung gleich 120 durch K-Stunden ist Minusleistung gleich 150 Stück Stunden. Grundlohn gleich 15 Euro. Akkordzuschlag gleich 20% V. 15 Euro gleich 3 Euro. Akkordrichtsatz gleich Gründel. Plus Akkordzuschlag gleich Geld. Akkord. S, K, L, D. Akkordrichtsatz Tue gleich minus 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 Bindestrich gleich Normalleistung Geld. Akkord pro Stunde gleich Stück Geld ist Minusleistung gleich Zeit. Akkord. M. F Kilotonnen Akkordrichtsatz Muten A. O gleich minus 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 Bindestrich gleich 60 Minuten VB. 60 Minuten Orga SE1T gleich minus 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 Bindestrich gleich Normalleistungsstück Geld gleich Minutenfaktor, Vorgabezeit gleich Zeit Akkord pro Stunde gleich Minutenfaktor, Vorgabezeit ist Minusleistung gleich der Akkordlohn ist dann anwendbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. 1 Akkordfähigkeit gleichartige, messbare Leistung, 2 Akkordreife Arbeitsabläufe beherrschbar und 3 Beeinflussbarkeit von der Arbeitsleistung des Mittelalter direkt abhängend. Prämienlohn der Prämienlohn ist ebenfalls leistungsbezogen. Zunächst wird ein Grundlohngehalt gezahlt. Bei entsprechender Leistung wird eine zusätzliche Prämie vergütet. Die Prämie kann sich BSPW auf einen erzielten Umsatz oder Kosteneinsparungen beziehen. Beteiligungslohn bzw. Gewinnbeteiligung, zudem ist eine Beteiligung der Mitarbeiter am Gewinn möglich. Dies KNN BSPW in Form eines freiwilligen 13/14 Monatsgehalts erfolgen. Cafeteria-System. In manchen Unternehmen haben Mitarbeiter die Einmöglichkeit, aus einem Angebot von verschiedenen Vergütungsbestandteilen frei zu wählen, wie in einer Cafeteria den Nachtisch. Hierzu zählen BSPW, Firmenwagen, Betriebsrenten, Versicherungen. Zu den Vorteilen zählen: Die Entlohnung entspricht eher den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeiter. Zudem dürfte die Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter steigen. Damit lassen sich am Arbeitsmarkt eher fähigere Mitarbeiter rekrutieren und die Fluktuationsrate dürfte sinken. Nachteilig können die höheren Einführungs- und Verwaltungskosten sein. Zudem kann es für Mitarbeiter schwierig sein, die genauen eigenen Wünsche zu erkennen. Dies kann zu falschen Entscheidungen führen, die wiederum demotivieren könnten. Freiwillige soziale Leistungen, Betriebskantine, Betriebswohnungen, Belegschaftsverkauf, Kinderbetreuung, Freizeitmöglichkeiten, Betriebsfeiern, Sportveranstaltungen und so weiter Ziele der freiwilligen sozialen Leistungen. 1 Identifikationssteigerung mit dem Unternehmen, 2 steigende Motivation, 3 sinkende Fluktuation, 4 besseres Betriebsklima und 5 steigende Leistung. 3 Personalentwicklung für 3.1 Arten der Personalentwicklung. Ziele der Personalentwicklungsziele für das Unternehmen sind unter anderem die Ausrichtung der Qualifizierung der Mitarbeiter an den aktuellen und prognostizierten betrieblichen Erfordernissen. Insgesamt ein höheres Qualifizierungsniveau für flexiblere und kreativere Mitarbeiter erhalten. Die Fluktuationsrate senken bzw. niedrig halten und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen steigern. Nutzung von qualifiziertem internen Personal für interne höherwertige Stellenbesetzungen erhöht die Motivation der Mitarbeiter. Senkung der Personalbeschaffungskosten. Ziele für die Mitarbeiter sind unter anderem bessere Chancen am Arbeitsmarkt, zunehmende Zufriedenheit mit der Arbeit, Nutzung des eigenen Potenzials, neue, interessantere Tätigkeiten, Stufen der Personalentwicklung, Ausbildung. Grundstufe zur Erlangung beruflicher Praxis und theoretischen Wissensfortbildung. Erhaltung, Erweiterung und Anpassung der beruflichen Qualifikationen, Aufstiegsfortbildung. Lehrgänge zur Erlangung höherer Qualifikationen mit anerkannten Abschlüssen. Fachkaufleute, Fachwirte, Meister und Betriebswirte. Anpassungsfortbildung. Anpassung der Qualifikation an neuere Entwicklungen BSPW. Neue Arbeitsschutzvorschriften, Erweiterungsfortbildung. Erweiterung des Wissens ohne beruflichen Aufstieg, technische Grundkenntnisse für Kaufleute in einem Industriebetrieb, Erhaltungsfortbildung. Das vorhandene Wissen soll erhalten bzw. aufgefrischt werden. Innerbetriebliche Förderung. Motivation durch BSPW. Jobrotation, Jobenlargement, Jobenrichement und Coaching. Formen der Personalentwicklung laut Berufsbildungsgesetz: 1. Erhaltung der beruflichen Handlungsfähigkeit, 2. Eine Anpassung an berufliche Notwendigkeiten, 3. Aufstiegsmöglichkeiten. Phasen der Personalentwicklung, Planungsphase. A. Ziele der Maßnahmen formulieren, B. Entscheidung hinsichtlich externer interner Bildungsträger, C. Gegebenenfalls externe Bildungsträger einbeziehen, D. Ort und Durchführung der Maßnahmen, Durchführungsphase. A. Erwartungshaltung der Teilnehmer erfragen, B. Durchführung nach Planung, C. Kontrolle während und am Ende durch Übungen, D. Beurteilungsbögen an die Teilnehmer austeilen und auswerten, Transferphase. A. Teilnehmer zur Reflexion anregen. B. Kann das erlernte Wissen genutzt werden? B. Planung zur praktischen Umsetzung des Wissens. C. Kontrolle, inwiefern das Wissen tatsächlich genutzt wurde. Konkretisierung der operativen Planungsphasen zur Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs, Mitarbeitergespräche führen. Bildungsbedarf ermitteln aufgrund von Änderungen im Bereich von Gesetzen, Technologien und so weiter, zielorientierte Schulungs- und Trainingsmaßnahmen entwickeln, Schwerpunkt auf Berufsausbildung oder berufliche Fortbildung. Kosten der betrieblichen Weiterbildung, Kosten entstehen tilde SPW. Für Räumlichkeiten, Dozenten, Lehrgangsmaterialien, Unterkunft, Fahrtkosten, Verpflegung, Medien, Arbeitszeitausfall und die Entwicklung der Schulungsinhalte. 3.1. Ausbildung, duale Berufsausbildung. Die Kombination aus betrieblicher Ausbildung und Berufsschule ermöglicht eine optimale Verbindung aus Theorie und Praxis. Dieses System hat sich auch im internationalen Vergleich bewährt. Zu den Zielen der dualen Berufsausbildung zählen: theoretische Fachkenntnisse in der Berufsschule vermitteln, Vertiefung der Allgemeinbildung der Berufsschüler, Vermittlung von praktischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen in der beruflichen Praxis, Erlangung erster Berufserfahrung, Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit, Förderung der Persönlichkeit, persönliche soziale Kompetenzen, Erlangung anerkannter Abschlüsse, Berufsschulabschlüsse, ermöglichen weitere Qualifizierungsstufen, Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung, 1 vorgeschriebene Ausbildungsnachweise führen, 2 vorgeschriebene Zwischenprüfungen teilnehmen, 3 Ausbildungszeit beendet bzw. 2 Monate nach Prüfungstermin enden wird. Nicht bestehende Abschlussprüfung, die Ausbildung kann auf Antrag des Auszubildenden bis zur nächsten Wiederholungsprüfung maximal ein Jahr verlängert werden. 3.1.2 Fortbildung, Formen der außerbetrieblichen Fortbildung, Lehrgänge. Formen der Aufstiegsfortbildung BSPW. Meisterlehrgänge der IHK oder HWK-Seminare.
Bestimmte Lernziele, Fach, Methoden und Sozialkompetenz erreichen, interaktives Lernen BSPW. Präsentationen und Rollenspiele, geringe Teilnehmerzahl, Tagungen. Basiswissen sollte vorhanden sein, viele Informationen, geringe Nachhaltigkeit, wenig Zeit für Fragen und Diskussionen, Konferenzen. Themenspezifische Sitzungen zumeist in einem Raum, keine Vorträge, sondern Kommunikation BSPW. Vorstandssitzungen, Kongresse. Mehrtägige Treffen mit verschiedenen Einzelveranstaltungen oft in verschiedenen Räumen, vielfältige Themen und Vorträge von Spezialisten, zusätzlich kleine Diskussionsgruppen abseits der Vorträge, Kriterien bei der Wahl. Kriterien bei der Wahl externer Bildungseinrichtungen, Referenzen des Anbieters, Ort, Erreichbarkeit, Seminarangebote, Flexibilität bei der Gestaltung firmenspezifischer Lehrgänge, Aufbau und Inhalt der Lehrangebote, fachliche, didaktische und praktische Qualifikation der Dozenten, Ausstattung der Schulungsräume, Kantine etc. Kosten und sonstige Vertragsbestimmungen, Zertifizierung der Bildungseinrichtung und so weiter, Kompetenzbereiche der betrieblichen Fortbildung, Fachkompetenz. Fachwissen im jeweiligen Tätigkeitsbereich, Fremdsprachenkenntnisse, halbe 1 NW1 Mittelkompetenz. Anwendung der richtigen Methoden der Organisation, der Führung und der Umsetzung des Wissens, Sozialkompetenz. Kommunikations-, Team-, Kritik- und Kontaktfähigkeit, Persönlichkeitskompetenz. Lernbereitschaft, Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit, Selbstorganisation, analytisches Vermögen, 3, 1, 3. Innerbetriebliche Förderung. Ziel der innerbetrieblichen Förderung ist die Anpassung der Mitarbeiter an die betrieblichen Erfordernisse. Als Maßnahmen dienen motivierende und damit leistungssteigernde Maßnahmen. Jobrotation. Die Mitarbeiter tauschen die Arbeitsplätze, um andere Bereiche des Unternehmens bzw. der Abteilung kennenzulernen. Dabei wird keine Beförderung innerhalb der Hierarchie vorgenommen. Als Vorteil gilt die höhere Motivation und Leistungsbereitschaft sowie die steigende Flexibilität und Übersicht des Mitarbeiters. Nachteilig sind die Einarbeitungszeit und deren Kosten sowie die entstehende Unruhe im Unternehmen. Jobenlargement. Der Mitarbeiter erhält ein erweitertes Arbeitsspektrum auf gleichem Niveau. Damit wird die übertriebene Arbeitsteilung Taylorismus reduziert. Vorteil. Motivation und Leistungsbereitschaft. Besserer Überblick. Nachteil. Gegebenenfalls mehr Arbeit mit steigender Belastung und Überforderung. Jobenrichtung. Die Arbeit des Mitarbeiters wird durch ein höheres Anspruchsniveau bereichert. Dies erfordert für gewöhnlich Weiterbildungsmaßnahmen. Vorteil. Motivation, Entfaltung, Leistungsbereitschaft. Nachteile. Gegebenenfalls Überforderung und Fehlentscheidungen. Coaching. Fach- und Führungskräfte werden von externen und internen Beratern betreut. Damit soll ebenfalls eine Erweiterung und Bereicherung des Arbeitsbereichs ermöglicht werden. Vorteil. Die Mitarbeiter sind nicht auf sich gestellt, sondern werden unterstützt. Nachteil. Kosten. Trainingsmaßnahmen, Training on the Job. Unterweisung am Arbeitsplatz, Training of the Job. Unterweisung außerhalb des Arbeitsplatzes, BSPW. In Schulungsräumen, Training along the Job. Berufsbegleitendes Lernen, Training near the Job. Nicht direkt am Arbeitsplatz, set, aber im Unternehmen, Training into the Job. Ausbildung, Einarbeitung, Vorbereitungs-, Orientierungs- und Integrationsphase. 3.2 Potenzialanalyse, Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs. Die Potenzialanalyse analysiert systematisch die Qualifizierung der Mitarbeiter. Dabei wird geprüft, inwiefern sie den gegenwärtigen oder zukünftigen unternehmerischen Erfordernissen entspricht. Sofern dies nicht gegeben ist, sind Maßnahmen der Personalentwicklung erforderlich. Zu den relevanten Aspekten der Potenzialanalyse gleich wesentlicher LKNMCN-Bereiche der Potenzialanalyse zählen. Fachwissen, Fertigkeiten, Motivation, Belastbarkeit, soziale kommunikative Kompetenz, Flexibilität, Teamfähigkeit und so weiter. Zur Feststellung des Qualifizierungsbedarfs werden Folge-NDE-Methoden verwendet. Assessment Center, Leistungsbeurteil UNG, Potenzialanalyse, Persönlichkeits-, Intelligenztests und Gespräche zur Personalentwicklung. Ziele, Kriterien und Fehler der Personalbeurteilung. Es gibt zahlreiche Ziele, Anlässe, Gründe der Beurteilung von Mitarbeitern. Potenzialanalyse. Ermittlung des Potenzials der Mitarbeiter. Entgeltüberprüfung. Werden die Mitarbeiter angemessen entlohnt? Regelmäßige Überprüfung. Diese Vorgänge findet sich insbesondere beim Management durch Zielvereinbarungen wo. Zeugniserstellung. In diesem Fall ist eine Beurteilung erforderlich, um ein angemessenes Zeugnis erstellen zu können. Fehlverhalten analysieren. Dies dient als Basis für Abmahnungen oder gar Kündigungen. Schließlich sind bei Beurteilungen bestimmte Grundsätze einzuhalten. Die Beurteilungsbögen sollten möglichst objektiv und einheitlich verwendet werden. Es sollte eine klare Struktur der Beurteilungskriterien verwendet werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Die Mitarbeiter sollten die Beurteilungen einsehen können. Die Beurteilungen müssen mit den Mitarbeitern besprochen werden. Beurteilungsgespräch. Zur Beurteilung werden bestimmte Beurteilungskriterien ausgewählt. Arbeitsmengen. BSPW. Anzahl Telefonate im Callcenter. Anzahl zugestellter Sendungen beim Paketboten. Anzahl der verbuchten Geschäftsvorfälle beim Buchhalter. Arbeitsqualität bzw. Güte. BSPW. Fehler in E-Mail-Korrespondenzen im Servicebereich, korrekte Verbuchung der Geschäftsvorfälle bei Buchhaltern, richtig zugestellte Pakete. Organisationsfähigkeit. Fähigkeit, die eigene Arbeit zweckmäßig zu organisieren. Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Selbstständigkeit der Arbeit, Verschwiegenheit bei persönlichen Daten, schließlich neigen Beurteilungen zu Fehlern. Eine kleine Auswahl möglicher Beurteilungsfehler finden Sie auf der folgenden Seite. 1. Primärer Verkehrsopfer, der erste Eindruck überwiegt andere Eigenschaften, Primareffekt, TAM. 2. Halo-Effekt, bestimmte Eigenschaften einer Person, BSPW. Kleidungsstil überstrahlen alle anderen Eigenschaften. 3. Logische Fehler aus bestimmten Eigenschaften ergeben sich nicht zwangsläufig andere. Pünktliche Mitarbeiter müssen nicht unbedingt zuverlässiger sein. 4. Klebereffekt, über der Mitarbeiter wird anhand vorheriger Beurteilnahmefehler Lungen beurteilt und kommt so nicht voran. 5. Sympathieeffekt, sofern der Beurteilte sympathisch und sympathisch wirkt, wird er besser schlechter beurteilt. 6. Hierarchieeffekt, Mitarbeiter einer höheren Hierarchiestufe werden meistens besser beurteilt. 7. Tendenz zur Mitte, der Beurteilende wählt vorwiegend mittlere Noten, um harte Entscheidungen zu umgehen. 8. Tendenz zur Mitte, die Mitarbeiter werden zu gut bzw. zu schlecht strenge bewertet. 9. Nikolaus-Effekt, die Tage von Nikolaus sind kinderartig. Sofern Mitarbeiter wissen, dass sie bewertet werden, wird ihre Leistung steigen.
10. Lobby-Effekt. Gute Leistungen der Vergangenheit gehen unabhängig von der aktuellen Leistung in die Bewertung ein. 3.3 Kosten- und Nutzenanalyse. App benutzen der Pass. Personalentwicklung zu den Vorteilen der Personalentwicklung, die sich auch positiv auf die Personalbeschaffung auswirken, zählen. Geringere Fluktuation, höhere Motivation der Mitarbeiter, stärkere Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, zeitnahe Anpassung an die betrieblichen Erfordernisse und spezifischen Aufgaben, negative Folgen einer missglückten Personalentwicklung, sinkende Marktanteile, Fachkräftemangel führt zu Umsatzeinbußen, da nicht alle möglichen Aufträge erledigt werden können. Sinkende Qualität durch mangelnde Qualifizierung der Mittelalterfluktuation als Folge der missglückten kann die Probleme verschärfen. Überalterte Belegschaft mit geringerem Innovationspotenzial, Fachkräftemangel. Gegenmaßnahmen zu den kurzfristigen Maßnahmen zählen unter anderem bestimmte kurzfristig wirkende Maßnahmen der internen und externen Personalbeschaffung. 1. Übernahme von auszubildenden Werkstudenten, 2. Übernahme von Zeitarbeitnehmern, 3. Umwandlung von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen in Vollzeitarbeitsverhältnisse, 4. kurzfristige Personalentwicklungsmaßnahmen und 5. Zeitarbeitsfirmen. Zudem können Möglichkeiten der Personaleinsatzplanung genutzt werden, um das vorhandene Fachpersonal besser zu nutzen. Zu den langfristigen Maßnahmen zählen natürlich auch Formen der internen und externen Personalbeschaffung. Zudem muss auf eine langfristige Bindung der Mitarbeiter gesetzt werden, damit diese nicht abwandern. Hierzu wären folgende Maßnahmen dienlich. 1. Interne Aufstiegschancen gewährleisten, 2. Gesundheits- und Kinderbetreuungsprogramme, 3. Freiräume für kreative Ideen gewähren, 4. kooperative Führungskultur und 5. leistungsfördernde Entlohnungssysteme. Zudem können altersgemischte Teams hilfreich sein, da 1. ältere Mitarbeiter ihr Wissen weitergeben können, 2. ältere Mitarbeiter BSPW vom Wissen jüngerer Mitarbeiter profitieren könnten und 3. mögliche Konflikte zwischen den Generationen abgebaut werden und 4. das Betriebsklima verbessert wird.